So, hey, willkommen zum Livestream. Ich bin Daniel von SimFancy und mit dabei ist heute die Cho, wobei eigentlich spielt heute die Cho und ich bin mit Hallo. Dabei. Ja, heute haben wir vertauschte Rollen. Daniel muss moderieren und ich spiele. Ja. Das wird's lustig. Wir haben es euch versprochen. Wir hoffen mal, dass es klappt. Ist jetzt auch live alles und eine Premiere. Wir haben es noch nie gemacht. Eine Sache gleich zu Beginn. Wir haben leider keinen Spielton, aber ich denke, das geht trotzdem. Ja, weil wir vergessen haben, gestern was zu testen. Ja, das haben wir leider nicht hinbekommen jetzt noch. Aber okay. Ja, vielleicht ist es nicht eine Ausnahme. Wir gucken mal, ob du das heute nur machst oder sonst auch mal wieder. Wir gucken ich mal, glaube, die läuft, Leute, die wollen, dass du auch mal öfter machst. Ja, wir gucken und mal, ich freue mich. Wie geht's euch? Ja, ist ich cool, mich oder? Auch. Dass Jo heute spielt. Daumen hoch, Leute, dafür mal. Jo ist ein bisschen aufgeregt, ihr müsst sie heute supporten. Ja, ich bin total aufgeregt, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich will grüne Herzen sehen hier für die Jo, bitte. Vielen lieben Dank. Ja, genau, ich bin heute Moderator quasi. Ich gucke in den Chat, hoffentlich kann ich mich auch in diese Rolle einfinden, weil für mich ist das auch ungewohnt. Und ich werde natürlich irgendwelches unnützes Wissen zwischendrin erzählen. Unnützes Wissen. Wissen ist unnütz. Punkt. Oh, genau. Leute, danke schön. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt. Ich kann nichts erzählen. Guckt mal an hier, genau. Danke. Muss immer nach unten gucken, schön. Leider. Weil ich habe den Chat hier auf dem Handy quasi jetzt vor meinem Bildschirm. Also, okay. Ich habe keinen zweiten Bildschirm im Moment. So, die Katja, Mitglied seit 4 Monaten, aktuell Stufe Supermitglied. Jo, du wirst das schaffen und wir unterstützen dich dabei. Genau. Dankeschön. So, ich freue mich. Ich würde sagen, wir gucken rein, freu oder? Ich auch. Let's jump in. Kleiner Disclaimer von meiner Seite. Ja, genau. Mach mal Spiel an, dann kann ich es den Leuten nämlich zeigen. Ich mache nichts. Haben wir Spiel an? Ja, Spiel ist an. Okay. Also, ich habe, wie man hier sieht, MC Command Center installiert. Und ich habe, wie man auch gleich sehen wird, wenn ich die Likes drauf rechte, UI Cheats installiert. Das ändert nicht an dem, was im Spiel passiert. Aber das sind wir spielen so, ja kann, ohne Mods und CC. Genau. Aber ich kann ohne die beiden nicht. Wenn ich nachher einen Sim zurücksetzen muss oder so, ich fange da nicht an mit der Cheat-Konsole. Ich mache das über MCCC. Ja. Also, wir haben auch vorher abgesprochen, die Jo darf alles machen, sofern ihr nicht alle protestiert. Aber von meiner Seite, ich habe kein Vetorecht heute. Und nächstes Mal spielen wir natürlich in dem Spielstand weiter, dann wieder bei mir. Genau. Oder wir spielen wieder mit Jo, können wir auch mal machen, aber jetzt gucken wir halt mal, wie es läuft und dann überlegen wir das und so. Und ja. Ja, weil ich nämlich eben schon gesagt habe, lieber Chat, ich würde der Ute gerne ein neues Belohnungsmerkmal kaufen. Und zwar das, dass sie schneller putzen kann. Wo schneller ist das? Putzen? Blitzputzer. Blitzputzerin? Du cheatest schon wieder hier. Das ist kein Cheat, das ist ein Belohnungsmerkmal. Die 500 Punkte musst du dir erst selber verdienen. Nein. Das kaufen wir. Ja, wir haben ja fast 4000, das passt. Und hier sieht man noch den Bug, ne, dass ich es jetzt zweimal kaufen könnte, obwohl sie es schon hat. Wollten wir nicht auf was anderes sparen? Ja, ursprünglich wollten wir mal auf, ich weiß gar nicht mehr, was sparen, aber irgendwie ist das untergegangen. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Selten müde? Das wollten wir, glaube ich. Ja, das war aber, glaube ich, ganz 8000 oder irgendwie sowas. Ne, 4000? Okay, gut. Ja. Und jetzt müsste sie das nämlich Franziska haben. Franziska Weasley, Mitglied seit 11 Monaten, aktuell Stufe Mitglied. Zul, Zul, grünes Herz, komm mit dir. Hallo. Danke dir. So, dann muss ich mal überlegen, was wir machen müssen. Wir gucken uns erstmal alle Dinge an. Du bist richtig müde, du schläfst aber gerade schon. Ja, alle rot müde, wieder bei dir hier. Auch. Oh, du bist Jo. Müde und du schläfst. Daniel, du schläfst nicht. So, was ist mit dem Kind? Hast du deine Hausaufgaben? Ist voll hektisch, hallo, hier. Nee, ich bin überhaupt nicht hektisch. Wenn ich spiele, geht das viel. Also, ich muss mich jetzt schon zwingen, ruhig zu sein beim Spielen. Okay, danke. Wieso hat denn das Kind dreimal Grundschulhausaufgaben? Und du spielst mit Wänden unten, das habe ich auch gleich gemerkt. Ja, die kosten nur 1 Simoleon. Wir haben mal ein paar gekauft, weil die immer verschlammt haben, die Hausaufgaben. Ja, ja. Furchtbar. Und wieso hat er das ganze Spielzeug? Das wird jetzt auch mal verkauft. Das ist ja grauenvoll. Mit mir geht's gut, dankeschön. Wieso hat er so viel Spielzeug im Inventar? Was ist hier los? Nathalie schreibt auch, sehr cool, dass du heute spielst. Dankeschön, Dankeschön. Wie gesagt, das ist super ungewohnt für mich, auch dass ich das irgendwie alles kommentieren muss. Weil wenn ich selber spiele, kommentiere ich natürlich nicht. Guck mal, er hat seine Hausaufgaben gemacht. Vorbildlich, Daniel. Ich lass ihn mal machen. So. Ja. Wie geht es Ute?
Oh, Ute sieht gut aus. Weißt du, was wir dann jetzt machen? Wir putzen. Wir putzen. Irgendwas war doch super dreckig. Ja. Ja, erstmal Daniel Scheiß wegputzen hier. Oh ja, die Badewanne. Halt die sind immer duschen. Die Badewannen sind immer schmutzig. Badewannen sind immer schmutzig. Also, genau. Ein Unterschied gibt es auch noch. Haben wir vergessen zu sagen. Joe hat dieses Staubsauger-Set nicht. Deswegen hat Joe leider ihren Handstaubsauger verloren. Das heißt, sie muss jetzt mit den Händen schrubben, die arme Ute. Ich kann nicht, dass die Dusche saugen. Das geht leider nicht. Kannst du mal gucken, wie lang ist die Ute noch schwanger? Oder in welchem Trimester ist die? Warte, wir sind im Zweiten Trimester. Ja, im zweiten Trimester ist sehr gut. Guck mal, der will uns hier verkuppeln. Sagen wir mal. Ich soll die Nummer weitergeben. So, guck mal, die ist jetzt nämlich schon fertig geputzt, die Dusche, ne? So schnell geht das, wenn man das hat. Hast du das gecheatet jetzt, oder was? Nein, das ist das Merkmal. Ach, das Bonusmerkmal, okay. Genau. Bin heute Hype Joe an die Macht. Das ist mal schon mal eine gute Idee, dass es wirklich so schnell geht. Das ist ja Wahnsinn. Jacqueline Schmidt, Mitglied seit 39 Monaten, aktuell Stufe-Mitglied. Danke dir. Dankeschön. Wir müssen noch die Likes vom letzten Mal draufrechnen. Das sind 295. Und dann geben wir jetzt hier einfach 295 ein und sagen add it. Also rechne es bitte drauf. So einfach kann es sein, danke. Okay. Dann muss man nicht anfangen, selber zu rechnen. So, Wir werden alle von KI, von Sims-Mods ersetzt. Das Kind ist gerade, du brauchst ein bisschen Aufmerksamkeit, die kriegst du jetzt auch und dann werde ich dich aber direkt wieder schlafen schicken. Mach mal in den Schlaf lesen, das müsste eigentlich. Wieso sind die jetzt alle wach? Die haben doch gerade noch geschlafen. Joe, du musst wieder ran. Jackie Cola, ein Superchat. Kleiner Startbonus. Freue mich riesig, dich heute spielen zu sehen. Dankeschön. Grünes Herz halt. Dankeschön. Cool, man kann jetzt die Superchats liken und herzen hier. Ich kann das auch herzen, Dankeschön. Glaube ich. Ich bin gerade voll überfordert. Wieso liest sie ihn jetzt nicht in den Schlaf? Ach, was guck mal. Zur Hölle? Liken kann ich nicht. Ich kann nur herzen als Creator. Ich habe zu Daniel schon gesagt, dass ich habe halt mehrere Mods, mit denen das mit den Säuglingen so ein bisschen einfacher ist, mit den Säuglingen und den Kleinkindern. Aber die hast du rausgenommen. Ja, ich habe nur MCC UI Cheats und More Columns im Cast drin. Okay, also wir machen nur dieses Geld hinzufügen und sowas, aber sonst nichts eigentlich, ja. Genau. Ja, bei uns stürmt es auch, bei mir auch. Ist auch ey, ganz schlimm. Ich hoffe, dass mein Internet nicht... Wieso hast du Internet über Satellit, oder? Nee, aber ich habe immer so ein bisschen Angst. Kennt ihr das noch von früher beim Fernseher, wo das so, kleine Streifen dann bekommen hat bei schlechtem Wetter? Geil, da kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, oder? So, kleiner Tipp übrigens allgemein, wenn ihr keine Mods habt, die das mit den Säuglingen einfacher machen... wenn ihr auf die Säuglinge klickt und dann auf den erwachsenen Sim und um Hilfe bitten bei anklickt, dann läuft die Interaktion besser, als wenn nochmal? Das der erwachsene Sim Also das vom Kind muss es quasi ausgehen. Genau. Okay. Dann läuft es besser. So, jetzt kannst du wieder ins Bett gehen. Ich kann dich aus irgendeinem Grund nicht in den Schlaf lesen. So, und Ute lassen wir jetzt mal was nicht kochen. Was willst du denn machen? Spekulatino umarmen? Ja, bei den Röhrenfernsehern. Lustige Geschichte erzählen und die Windel. Wieso kann ich das nicht an, Dings? Siehst du das? Ich kann das nicht festlegen. Was festlegen? Anpinnen? Ja. Manche gehen nicht. Das also die ersten beide sind ja die Wünsche und das dritte ist, glaube ich, das ist was anderes. Nee, eigentlich kann man alle drei. Deswegen bin ich gerade nur die ersten zwei. Das dritte ist was anderes. Fahr mal drüber, dann können wir es lesen. Da ist Das ist genau dasselbe. Ja, jetzt dauert es wieder eine halbe Ewigkeit, bis das Kochmenü aufgeht. Ich wollte gerade noch schnell was kochen. Es gibt zwei. Das sind unterschiedliche Dinger. Ich habe das auch nicht ganz. Mach mal so einen Wassermelonensalat. So, und ich habe zu Daniel nämlich auch gesagt, auch einer der Gründe, warum ich MCCC tatsächlich drin habe, ist, dass ich gerne. Jetzt ist das Kind. Nee, das Kind geht ins Bett. Ich hoffe, wir kriegen eine LE oder sowas, weil das Spiel ja so ein bisschen rumzickt. Nee, du unterhältst dich jetzt nicht mit der Mutter. Eine LE kriegen, dann kann ich mir die mal anschauen und kann vielleicht feststellen, was los ist mit unserem Spiel. Mache ich das auch so ratzfatz? So, dass ich so dusche und dann wieder zurück, zack, zack. Ich mache das. Ich spiele halt. Jetzt kommt wieder das böse Wort. Effizient. Ich spiele effizienter als du. Ich weiß schon, was du sagen willst. Und was ich auch machen muss. Aber das wollen wir ja heute sehen, wie du das spielst. Ja, das ist was ich auch machen muss, ganz dringend, die kommen weg. So.
Geil, ich fange nicht an mit Hochstimmen. Aber weißt du, was mir auffällt? Du laberst am laufenden Band. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Anfang an der Unsicherheit liegt, aber es ist wirklich so eine Krankheit, dass wenn man selber spielt, dann will man die ganze Zeit blablabla erzählen. Ne? Das ist, glaube ich, ganz interessant, weil viele können das nicht nachvollziehen, bis man es selber macht. Also es ist... Ja, weil es wird ja oft dann vorgeworfen, es ist wohl unhöflich, fallt euch voll ins Wort und hört euch nicht zu und so. Ja, das ist einfach dem Ding geschuldet. Nee, ich bin gerade so total, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt sagen soll und so. Deswegen laber ich halt einfach irgendwas. Dass man überfordert ist so ein bisschen und dadurch, dass sich dann damit zeigt, ja. So. Unser Kindelkind hier, guck mal, du kannst mal hier putzen. Das ist eine gute Idee, finde ich. Kannst du jetzt mal Arbeit abnehmen. Das Putzkind. Und du räumst das nicht auf, das kommt in Stinks. Ach, guck mal, Ute sieht aber auch gut aus, ne? Also, ja, wieso willst du sie nicht umstylen, oder? Nee, von den Werten her. Ach so, von den Werten, aus. Ja. Kaum spielst du, da ist es hier. Haben wieder Geld gemacht mit dem Mülleimer. Kaum spiel ich schlafen, die Kinder. Ute ist schwanger, genau, im zweiten Trimester, Panda-Keks. Vielleicht kriegen wir heute das Baby. Müsste eigentlich klappen, wenn die so weiterhin so effizient spielt. Machst du eigentlich auch schnell die Spielgeschwindigkeit oder machst du das normalerweise nicht so? Tatsächlich spiele ich oft sehr schnell, aber ich muss mich gerade sehr am Riemen reißen, dass ich das hier nicht mache. Okay. Weil und jetzt ich machst du Pause, weil du redest. Ja, wenn ich rede, mache ich Pause. Ich will nicht, dass das Spiel weiterläuft. Okay, also passiert nichts ungewollt. Was machen wir denn mit dir? Guck mal, du kannst mal hier, geh mal mit. Tampa-Lady spielt sogar, redet sogar meist sogar, also Tampa-Lady schreibt, ich rede meist sogar, obwohl ich allein spiele. Haha. Ey, das mache ich aber auch manchmal. Ich rede manchmal tatsächlich mit meinen Sims, obwohl ich alleine spiele. Ich würde übrigens gerne noch etwas kaufen, nämlich eine Kaffeemaschine. Dann nehmen wir die hier, die reicht. Hallo Franzi, welcome back. Wir haben keinen Platz, warte mal. Ja, Melontastic Jules fragt, brauchen wir den Stall eigentlich noch? Nee. Der Stall war ja, ne, also im Prinzip ist der Stall, finde ich persönlich, so ein bisschen das Günther-Monument, ne? Der Stall ist quasi Günnis so... Hochburg, haben wir ja auch so genannt. Ja, der Stall ist ein Denkmal und ich finde, der sollte stehen bleiben. Ich lese jetzt gerade immer wieder, dass sich ein paar Leute ein Umstyling wünschen. Ich würde jetzt mal darauf verweisen, dass wir jetzt erstmal spielen wollen, weil wir wollen erst sehen, wie Joe spielt. Ob wir dann später noch ein Umstyling machen, können wir dann schauen. Ganz kurz was zeigen. Nee, das war das unter... Nee, Quatsch, das steht doch hier. Haushalt in der Stelle 1 zum Modifizieren. Ganz kurz eine Mod zeigen, die ich auch sehr wichtig und gut finde. Off-topic? Four Columns in CAS. Ja. Ich habe hier 4. Habe ich auch mal vor. Habe ich auch mal vorgestellt, ja, ist sehr praktisch. Und das ist so ein Lebensretter, Leute. Es ist so ein Lebensretter. Das ist wirklich unübersichtlich. Also es ist echt so, ja. Ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Gibt es auch ein Vorstellungsvideo hier im Channel, könnt ihr euch angucken. Mehr Kass-Spalten oder so heißt das. Einfach suchen, Sim-Fans. Genau. Kass-Spalten und dann findet ihr das bestimmt. Ja, und ich weiß, weil ich. Wie er mir jetzt sagte, du hast die Staubsauger nicht, deswegen sind die entfernt. Oh, guck mal, die Kids sind alle wach, oder täusche ich mich? Unsere Staubsauger sind weg. Die müssen wir nächstes Mal wieder kaufen dann, ja. Du musst immer noch schlafen. Was? Okay. Hast du den Superchat eigentlich schon hinzugefügt? Hast du nicht, ne? Die 10 Euro vorhin, doch, habe ich schon. Hast du gemacht? Okay. Mhm. Ja, ich muss ja nur rechtsklick, eingeben, edit. Okay. Habe ich vorhin schon gemacht, als der reinkam. So, jetzt haben wir so viel Zeit. Ute, guck mal, malen wir hier weiter. Wow, wir machen mal wieder Geld hier, das gibt's dann nicht. Wir machen mal wieder Geld. Ja, wie sieht es denn bei den Kindern aus? Die haben Hausaufgaben fertig und alles ist ja Wochenende gerade. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil die müssen dann nicht in die Schule gehen. Das heißt praktisch, gut, dann kommen die auch später erst aus dem Haus, ne, wenn die jetzt nicht ihre Noten verbessern können. Haben wir da schon eine 1 oder haben wir das noch nicht? Das können wir mal gerade nachschauen. Wir haben eine 2, aber guck mal, wir werden befördert, wenn er am Montag geht. Mhm, ja. Also am Montag können wir ihn ausziehen lassen. Ausgezeichnet. Und die nächsten hier, was brauchen die noch? Alle Regeln zur Baby-Challenge findet ihr in der Videobeschreibung. Die brauchten Meilensteine, oder? Nee, Marotten. Marotten. Wo finde ich denn die Marotten? Nee, die Marotten sind bei den Merkmalen oben. Ah. Da. Das sind 2? Nee, 1. Unglücklicher Säugling. Nee, das ist beim Heranwachsen, dieses Ding. Du musst wirklich drüber gehen und gucken, ob da Marotte steht dann. Ja. Über dem das Merkmal. Das ist eine und das ist eine. Der hat 2.
Die hat zwei. Nee. Nee, Kleinkinder, warte mal, müssen Fähigkeiten. Nee, Kleinkinder müssen Fähigkeiten. Genau, Säuglinge müssen. Ich bin gerade total irritiert. Also, Fantasie auf drei. Ja. Sobald die ausgeschlafen sind, dürfen die hier wieder ran. Ute ist fertig. Guck mal, Bewegung auf vier. Da können wir den hier Bewegung machen lassen und Fantasie auf drei. So, Ute, hast du dein Figurengemälde fertig gemalt? Wie hübsch. Okay. Darfst du gleich mal verkaufen. Dann lässt du die leveln, die Kids, wenn die wieder fit sind. Ja. Aber die müssen erstmal, guck mal, wie kaputt die sind, ne? Ja, die sind alle verschlafen. Und dann brauchen sie ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber du hast eigentlich voll easy, du hast nur vier Kinder jetzt und keine Babys und keine Säuglinge, weil die Säuglinge sind ja am aufwendigsten, ne? Was soll ich sagen? Der Babycounter fehlt heute, oh ja, guter Punkt, den können wir noch einblenden. Noch was umstellen im Übrigen. Weil das Overlay Selbstständigkeit für Gewählten sind deaktivieren, dankeschön. Ich möchte nicht, dass Ute selbstständig irgendwie Geld ausgibt für Bilder, die ich ihr gesagt habe, sie nicht malen soll. Das ist das Ding. So. Ah ja, jetzt haben wir den Babycounter. Bevor ich das übrigens vergesse, wir haben auch einen leichten Delay, ne? Ja, also, so um die 4 Sekunden oder so ist die Jo früher dran. Also die Jo hat, ihr habt es vielleicht vorhin schon gemerkt. Wir haben Level 3, ne? Und wir haben es noch gar nicht gesehen. Das sehen wir 4 Sekunden später, ist einfach der Technik geschuldet. Mhm. Das ist leider so. Mein Kind langweilt sich. Was lasse ich dich denn jetzt machen? Guck mal, du kannst mal. Kannst mal arbeiten Rudi gehen an. Oder so? Ruf mal Rudi an. Ja, es braucht sozial. Und. Wieso? Ja, ist blöd, dass Wochenende ist jetzt. Tatsächlich, das ist immer ein bisschen chillig. Ich fand es immer ein bisschen blöd bei Baby-Challenge und Wochenende ist, weil die Kids dann halt nicht in der Schule sein können und dadurch auch ihre Noten nicht verbessern können, ne? Ja, nichts zu tun haben. Im Endeffekt, die Kinder sind, die laufen so nebenbei mit, weil die eigentlich nur die Noten hochkriegen müssen. So, und dann kannst du mal noch, ruf mal dein Geschwisterchen an. Ja, muss dein Sozialdings hochkriegen. Guck mal, Ute ist hier fleißig am Malen. Guten Abend, Silvia. Hallo. guck mal, Sue fragt gerade, was wir vom neuen Stuffpack halten. Also ich freue mich sehr drauf, ne? Ich auch. Ich habe es ja auch schon gesagt in der Trailer-Analyse, es ist ein sehr rundes Pack, wie ich finde. Mhm. Weil das so ein, ich mag ja so Crafting-Sachen. Und, ja, mein Meisterwerk. Ja, mein Meisterwerk. Und dieses Prozessmäßige, sehr gut. Und ich denke auch, dass es, wenn es so funktioniert, wie es die Entwickler ankündigen, also nicht irgendwie grundsätzlich schlechte Bugs drin sind, dann sollte es eigentlich echt gutes Pack werden, denke ich, ja. Und 10 Euro dafür ist dann auch gerechtfertigt, ne? Ja, ja, finde ich auch. Also, ich freue mich sehr drauf, muss ich sagen. Ich freue mich auch sehr drauf, dass sie haben ja mit einer Creatorin zusammengearbeitet, Aretha the Bee. Von der habe ich schon ganz viel Custom Content in meinem eigenen Spiel. Also da freue ich mich sehr drüber. Das fand ich übrigens ganz witzig, weil ich habe die auch angeguckt dann. Und da habe ich gesehen, dass die eigentlich ganz viel Alpha-CC macht. Nee, Aretha nicht. Habe ich falsch geguckt. Okay, Aretha, das war alles so. Das ist ja alles so mit so Wimpern und so Zeug, ne? Das ist ja, alles ja, halt. Aber Wimpern können ja auch Maxis Match sein. Guck mal, Ute, wenn du nichts zu tun hast. Ja, Maxis Match Wimpern sind Balken. Guck mal, verdorbenes Essen. Ja. Nee, also ich habe ja die Kijiko-Wimpern bei mir drin und die sind schon sehr Alpha, aber besser als das, was das Spiel hat. Also diese Balken finde ich ganz furchtbar. So. Ja, Jerome hat schon angefangen, Steine zu sammeln. Ja, das können wir dann bald alles nutzen. Ja, nächste Woche ist viel los. Am Montag live Let's Build natürlich mit Chris am Modern Apartments. Am Dienstag kommt der Patch raus. Das streamen wir live um 19.30 Uhr schon. Eine halbe Stunde nach Patch Release, da kommt wahrscheinlich um 19 Uhr raus. Dann haben wir am Mittwoch das Entwickler Walkthrough und danach gibt es eine Überraschung hier im Channel. Und am Donnerstag ist ja Release. Da möchte ich auf jeden Fall auch streamen und ich dachte, da bauen wir dann mit dem neuen Pack irgendwas Cooles. Und am Freitag ist auch wieder ein Stream, weil da haben wir den Grundriss Challenge Showcase Stream angedacht mit der Laura. Die ist wieder weg. Laura ist weg? Beck. Ich hab Beck verstanden. Ich sowas, wo ist Laura? Wie Tasche, verwirrt. Nur mit CK. Laura ist Beck. Genau.
Laura ist keine Tasche, Laura ist zurück. Sieht alles gut aus, der Antje, der wach ist, ist gerade das Kind. Romantik. Ja, dann mach mal schneller, ihr macht doch hier mal hier Dings. Ah, dann kommt endlich mal das Hüpfding hier zum Einsatz. Hat aber verkackt schon gerade, der Kleine. Ah, schon wieder. Der ist nicht so der Hellste, habe ich den Eindruck. Nee, das ja, also ich sag's jetzt nicht, aber doch, ich sag's was doch. Was sagst du nicht? Ich sag nicht, das ist so Inzuchtkind. Oh, Daniel. Oh. Irgendwer steht vor der Tür, irgendwelche Leute. Ready Fresher ruft an und Vicky Turei, wer ist denn das? Bist du die rein? Die kenne ich gar nicht. Nein, irgendwer will Freundschaft mit mir schließen. Keine die Ahnung. Ist nicht auf meinem Spielstand. Hast du die reingebucht? Nein! Ich weiß gar nicht, wer das hast ist. Du, hast du durch MCCC irgendwelche Bevölkerungsoptionen da an oder so, dass die bevölkern sich oder die Kleidung wechseln oder irgendwas? Nein, gar nicht. Okay. Das habe ich dir extra gesagt vorher. So, wenn Ute. Wie sieht's aus? Nein. Ja, wenn die Öffis streiten, ist doch gut. Dann bist du zu Hause und kannst Stream gucken. Ohne Heimfahrt. Kindchen. Oh nein, das Kind hat einen lockeren Zahn. Oh je. Sollen wir kurz einen Prozess machen? Rausziehen. Ja, wir wackeln erstmal. Ich finde das so übel. So, Ute. Welches von den wackeln. Kids? Du musst aufstehen. Steh mal auf. Wie schnell die das Spiel dreht. Dreh ich das auch so schnell? Weiß ich nicht. Dann muss ich mir das auch abgewöhnen, weil ich finde das ein bisschen anstrengend. Echt? Es ist okay, mach weiter, so wie du denkst. Also nicht jetzt falsch verstehen, aber es ist jetzt mein Empfinden irgendwie so. Tschk. Ich spiele halt immer wie wenn dir jemand so den Teppich unter den Füßen wegzieht. So, wusch, so wah. Ja, sorry. Das ist so halt unerwartet. Und oh, guck mal, er hat seinen losen Zahn verloren. Rigatoni. Da können kann wir eine Weile warten, bis er neu hat. Ich drehe langsam jetzt extra, ne? Dann kann er alles den gut, Zahn wie gesagt, mach, wie und du das denkst. Kissen legen und schlafen gehen. Ich finde das auch voll hässlich, dass du ohne hohe Wände spielst. Ich habe das Haus so schön dekoriert. Ich ertrage das nicht, jetzt, ich kann so nicht spielen. Man sieht die ganzen Fotos jetzt auch nicht und so. Ja, ich kann so aber nicht spielen. Damit müsst ihr leben, liebe Leute. Und, ich kann. Und, guck mal, du guckst auch nicht auf die Badewanne. Ich mache da immer First Person oder zoom das so hin und sagst vor. So Gucci Gucci. Und dann sind alle Kinder dann wieder rot und du machst halt von oben und alles grün. Ja, ich muss auch sagen, ich spiele mit der Sims 4-Kamera, ne? Nicht mit der Sims 3-Kamera. Okay, also, okay. Tatsächlich? Ja. Wahnsinn. Ich finde zum Spielen, also zum Bauen habe ich die Sims 3-Kamera lieber, aber ich finde zum Spielen ist die Sims 4-Kamera angenehmer, tatsächlich. Nee, ich kann das überhaupt nicht leiden. Ich komme mir davor, wie wenn ich irgendwie einen Daumen fehlt oder sowas, ne? Komme mir da so, wenn ich da nicht die volle Kontrolle habe, auch über den Winkel oben und unten, dann. Ja. Nee. Aber man merkt, du bist, glaube ich, schlicht und ergreifend mehr Bauer als Spieler. Naja, ich bin schon so ein Bauer. Und na. Bauen im Sinne von, du baust halt mehr. So, der Kleine kann sich mal was zu essen holen gehen. Jetzt wird sie gebadet. Ja, ich kann das gut nachvollziehen, dass euch die Wände wahnsinnig machen. Aber ich bin halt der Bauer. Ich habe das schön gebaut. Deswegen will ich auch sehen, was ich gebaut habe, ja. So, bist du? Nee, ich wollte eigentlich damit den Übergang, ne, weil ich zoome da rein und so. Ich zoome natürlich auch rein, weil ich sonst gar nicht zum Beispiel in das Bad gucken würde mit hohen, gucken können würde mit hohen Wänden. Deswegen musste ich quasi in das Bad eintauchen. Und, ja. Warum badest du das Kind jetzt nicht? Dieses Spiel manchmal so jetzt. Dann sag nicht, das ist der Teppich hier. Nee. Der Kleine isst hoffentlich. Hast du gegessen? Der Kleine ist super, Kasi, Mitgliedszeit 66 Monate. Ja, da müssen wir einen Schnaps trinken. Mega-Mitgliedsstufe. Joe, du machst das super. Ich habe auch immer die Innenwände unten. Lach, liebe Grüße. Ja, zum Spielen ist es halt einfach dutzendmal angenehmer, ne? Ja, ich verstehe das total. Ich verstehe das total. So. Ganz flach spielen, genau, das finde ich auch schlimm. Jackie Cola schreibt das. Schlimm finde ich die Leute, die ganz flach spielen, das mag ich gar nicht. Das mag ich auch nicht. Nee, das sieht aus, wie wenn ich auf der Wiese bin oder so. Ja, das mag ich auch nicht. Aber so dieses Hype, das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Du kannst noch ein bisschen schlafen und so. Du kannst dir mal. Na, Jesi ist sehr egozentrisch. Zum Haus angucken mache ich ab und zu die Ego-Perspektive an.
Ja, gut, das ist. Ich habe, glaube ich, seit die eingeführt wurde, ich habe einmal mit der Ego-Perspektive gespielt und dann nie wieder. Also für mich hätte es nicht gebraucht. Ach, das ist auch gut. Schwarze Rabenfeder schreibt, ich baue auch meine Häuser selbst. Das muss ich kurz hier drüben gucken. Aber ich überprüfe immer, welche Wand stehen bleibt und diese Wand besonders schön. Auch gut. So. Muss man eben hier. Da kann ich jetzt ja hier in aller Ruhe hier Umfragen machen. Also. Du kannst in aller Ruhe Umfragen machen. Also, wer, welche Wand spiele ihr? Welche Wandeinstellung? Das macht die Tastatur ja nicht besser, weil ich muss in einen anderen Rechner hier und das ist ein bisschen schräg. Welche Wandeinstellung? Vielleicht. Oben. Wie heißt das andere? Dynamisch, ne? Das ist das Mittel. Ja, genau. Das Mittlere ist, glaube ich, dynamisch. Das wird schon werden. Alle oben, alle unten, dynamisch. Dynamisch ist ja je nachdem, von welcher Richtung man guckt, blenden die sich ein oder aus. Welche Wandeinstellung? Frage beantworten Sie in den Chat. Bitte klicken Sie. Und wenn Sie klicken, klicken Sie gleich Daumen nach oben. Dann haben wir hier mehr Daumen oben und mehr Simoleon für unsere Kinder. Ich spreche das mit Absicht so aus, damit ich eure Aufmerksamkeit habe und ihr das auch macht. Sonst hört sich so an wie Daumen hoch, Daumen hoch, das hört man 1000 Mal, ne? Haben wir eigentlich keine Kleinkind-Potties? Seid schon abgestumpft mit Daumen hoch wünschen. So. Also. Wir haben schon die ersten 130 Stimmen. Oh, das ist ganz spannend, aber tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Ich muss ja auch mal abstimmen. Weißt du, was ich nicht gedacht hätte? Alle unten sagen 10% immerhin. Boah, das ist krass. Leute, wie könnt ihr so spielen? Ja. Krasser Scheiß hier. Spannend. Danke euch fürs Abstimmen. Wir gucken mal. Was ist der Results? Ach, hier. Welche Wandeinstellung? Dynamisch Mittel 78%, alle oben 11% und alle unten 9%. 147 Stimmen. Danke euch. Also spielen die meisten so wie ich, ne? Ja, die allermeisten mit Abstand. Ich achte dann tatsächlich in meinem eigenen Haus auch immer drauf, dass ich so Fotos und so nur an Wänden platziere, die sichtbar sind. Ja, da haben wir aber keinen Platz. Wir haben ja extra einen großen Flur, damit wir viele Fotos aufhängen können. Das war ja so gedacht. So, haben wir das jetzt hier bald mit der Töpfchenhilfe? Leute, mach mal hinne. Wir haben drei Kleinkinder, um die wir uns kümmern müssen. Okay, Umfrage zur Spielkamera fände ich auch interessant. Rudi ist da. Dann mache ich das doch. Rudi, Umfrage starten Sie. Welche Spielkamera? Die Sims 3, die Sims 4. Mach auch noch weiß nicht, weil manche wissen nicht, welche sie haben. So wie es halt immer war, ne? So irgendwie. Dann sollte es dem Kind eigentlich ganz gut gehen. Du brauchst ein bisschen. Warte mal, was musst du? Bitte mal abstimmen. Welche Spielkamera? Die Sims 3, die Sims 4 oder weiß nicht genau. So, Ute, mach dir mal einen Kaffee, bitte. Natürlich geht es um das Spiel Die Sims 4, ne? Das ist klar, aber die heißt Die Sims 3 Kamera, wenn man die umstellt. Genau. Damit ey, dieser Saugroboter, ne? Nee, also mit der Die Sims 4 Kamera kann ich ja gar nicht bauen, richtig? Weil dann hat man dieses Ding gar nicht, ne? Also mit dem ihr könnt, wenn ihr das hier umstellt, das hier ist Sims 3 Kamera, ne? Was ich hier mache. Dass man es so macht, ja, das ist Sims 3 Kamera. Das geht bei Sims 4 Kamera geht das nicht. Und die Sims 4 Kamera hat diese feste Ansicht. Die kann ich, kann nur zoomen. Das ist die Sims 4 jetzt. Ich kann nicht von oben gucken oder so. Ja. Okay. Oh, das wundert mich auch tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Aber ist auch sehr spannend. Leute, Daumen hoch hier. Come on. Da geht noch was. Guck mal, du kannst Fantasieabenteuer mitspielen. So, oder bringt ihr einen Kaffee fertig? Ach so. Okay, also manche haben auch im Wechseln. Also spielen Sims 4, bauen Sims 3 Kamera. Genau, so mache ich es ja auch. Genau so mache ich es auch.
Aber zum Spielen finde ich die tatsächlich angenehmer. So, wir haben die Results hier. Welche Spielkamera benutzt ihr? Die Sims 4 Kamera 45%, die Sims 3 Kamera 41%, weiß nicht genau 12%. Gut, jetzt, dass ich das hinzugefügt habe. Also, ich hätte wirklich gedacht, dass es so 60% Sims 3 Kamera und dann 40% Sims 4 Kamera, aber es ja, sehr nah beieinander. Hätte ich nicht so erwartet. Warum hat das jetzt gerade... Ach, weil das Kind verspielt ist, ne? Nee, die 12 Daumen hoch, da musst du mal aktualisieren. Das ist, glaube ich, ein Anzeigefehler. Wir haben über 200 Daumen nach oben. Danke euch. Oh Mann, wieso sind die... Weißt du, was auch ganz schlimm ist bei deinem Spiel? Deine ganzen Zeiten sind total durcheinander. Es ist mitten in der Nacht, alle Kinder sind wach, Ute ist müde, das Schulkind ist gleich wieder wach, obwohl es morgen in die Schule muss. Da ist überhaupt kein Rhythmus drin. Nee, morgen muss nicht in die Schule, erst Montag wieder. Schrecklich. Es ist ja erst Sonntagnacht, also Sonntag. Ja, trotzdem. Samstag auf Sonntag. Kein Rhythmus in diesem Spiel. Tja. Furchtbar. Denkfähigkeit erworben. Rudi unterhält sich gerade. Was macht der da? Lavish. Der kratzt sich am Ohr. Der hat seine Flöhe auf das Kind geschmissen gerade. Boah, zum Glück gibt's keine Flöhe in Sims hier. Oh, Alter. So, das Kind ist schon wieder traurig. Ich finde das für heute voll entspannend. Ich kann mich voll zurücklegen. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, die Füße hochzulegen. So. Kannst du ja auch machen. Nicht, dass ich meine, so es ist halt irgendwie so. Dieser Kuchen, okay, der ist... es ist halt nicht so interessant, ne? Weil es passiert halt gerade nichts. Also. Ja, da muss irgendjemand was erzählen. Irgendwie so ein Geheimnis oder irgendwie so ein komisches geschichtliches Ereignis oder... Ja gut, das ergibt sich ja immer spontan aus dem, was im Chat los ist meistens, ne? Ja. Muss ich mir was überlegen. Was kann ich merke denn, übrigens gerade, wenn ich hier erzählen? So spiele, ich habe auch noch eine Mod, die die Sims dazu zwingt, am Esstisch zu essen. Weil mich das tierisch nervt, wenn die ganze Zeit von der Küche in den anderen Raum laufen, wo das ein anderer gleich. Sim gerade ist. Dass du da rigoros bist, ja. Ich glaube, du schickst die Kinder auch in den Pool, wenn du und baust einen Zaun drumherum, wenn die nicht zum Esstisch kommen, zweimal, oder? Beim ersten Mal gibt es Verwarnung und beim zweiten Mal. Es ist einfach ultra nervig, dass die dann hin und her latschen und es kostet so viel Zeit. Und da bin ich, das mag ich nicht. Nee. Die sollen am Esstisch essen, der extra dafür da ist. Jackie fragt, was hast du denn heute so gemacht, Daniel? Ja, ich habe heute gearbeitet. Daniel hat gearbeitet, ich habe heute auch gearbeitet. Nicht viel. Bei uns ist auch einfach scheiß Wetter. Entschuldigung für den Ausdruck. Ja, das mit dem Esstisch muss man aber sagen, das haben sie wirklich verbessert. Das war am Anfang von Sims 4 noch schlimmer. Also die haben das schon verbessert gehabt auch. Also ich finde es immer noch ganz furchtbar. Ihr unterhaltet euch. Das ist schön. Ute schläft, damit die endlich mal bam, so... Bam, bam. Und der Kleine hier sitzt ein bisschen grenzdebil auf der Couch und spielt die ganze Zeit. Ja, die Couch ist auch voll verkratzt hier wieder. Jetzt ja, nicht mehr. Boah, du hast 100 Simoleons gibt hier. Die gibt uns da ganzes Geld. Am Anfang hatten wir über 14.000. Wir haben gerade für fast 3.000 Simoleons ein Meisterwerk verkauft, weil ich endlich mal zum Malen gekommen Guck bin. Guck mal, wer Alles da gut. ist. Die Laura Lauri ist da. Hallo, Lauri. So. Die Kleinkinder sind gleich schon wieder müde, das ist sehr gut. Du kannst mal noch peelen gehen. Nee, ich habe nicht Avatar auf Netflix angefangen. Ich habe tatsächlich noch nicht geguckt, gibt es alle Folgen schon oder kommt das im Wöchentlichen? Weil ich gucke immer erst, wenn alle Folgen schlafen. Da sind. Weil ich kann das nicht leiden, wenn ich eine gucken will und dann muss ich wieder warten, 3 Tage oder so, das hasse ich. So, du darfst dann schlafen gehen und du darfst auch wieder schlafen gehen, damit wir hier mal so halbwegs einen Rhythmus reinkriegen. Wenn alles klappt, ist Laura am Mittwoch wieder mit dabei im Stream, beim Entwickler-Walkthrough. Und am Freitag haben wir das die Grundriss-Challenge-Showcase hier auch. Ja. Mit euren Burgen. Könnt ihr übrigens noch mitmachen, Grundriss-Challenge. Gibt es ein Video mit den Regeln und Infos zum Mitmachen. Ihr braucht nur das Base Game, um mitzumachen. Könnt natürlich auch mit anderen Packs mitmachen. Und da findet ihr alle Regeln und Infos zum Mitmachen. Und wir gucken uns am Freitag dann eure Burgen an, die ihr aus dem Grundriss, den ich hochgeladen habe, in die Galerie gebaut habt.
So, Coco Strong, Mitglied seit 31 Monaten. Aktuell super Mitglied. Ja, du quatschst auch mal über mich drüber, wenn du ja, irgendwas vorliest genau. aus dem Spiel. Und wenn im Spiel was Besonderes auch. Passiert, dann muss ich jetzt reinquatschen. Hey, ich bin eigentlich 15 Parts hinten dran, aber heute musste ich jetzt mal live vorbeischauen. Liebe Grüße an euch, rotes Herz. Danke dir. Das ist nett, dass du live vorbeischaust. Ja, das ist voll gut für den Rücken. Ich muss auch so spielen zukünftig. Irgendwie. Ich hänge immer so vor der Mattscheibe. Du denkst weißt du, wie ich meine? Ja, wirklich. Aber ich kann mir das nicht abgewöhnen irgendwie. Ich muss da irgendwie... Das ist so komisch irgendwie. Oh Gott, das Kind singt in der Dusche. Seid froh, dass ihr keinen Spielton habt. Es hört sich sehr schief an. Muss ich ja aufpassen jetzt, dass ich mir nicht die Fingernägel kaue oder sonst irgendwas mache, was ein bisschen komisch ist. Ich weiß gar nicht, was ich das Kind jetzt machen lassen soll. Alle schlafen noch und es ist Sonntagmorgen. Hm. Guck mal, da darfst du ein bisschen hier. Was darfst du gucken? Kinderkanal. Between TV? Nee, Kinderkanal. Between ich hab TV. Auch sonntags morgens. Nee, das hieß aber Nickelodeon habe ich immer wieso, geschaut. Habt ihr was getrunken? Hallo? Getrunken? Was? Also nichts alkoholisch. Ich habe Wasser. Gut, man weiß es nicht. Es könnte auch Schnaps sein, von der Durchsichtigkeit, aber es ist kein Schnaps. Kind, setz dich bisschen, doch bitte hin. Wir sind auch ohne Alkohol so lustig und so dumm. Nee, ich habe immer Nickelodeon geguckt, tatsächlich, als ich kleiner war. Da könnte ich jetzt eine Pediküre hier und alles machen während des Streams. Mach mal eine Pediküre. darf ich das Bad umbauen? Ja, wir haben natürlich. Zu wenig Badewannen. Okay. Was? Wir haben schon zwei Stück. Da rechts ist auch noch eine, das weißt du, ne? Ja, das ist aber nicht notwendig. Oh. Boah, du willst wirklich zwei Kästchen Laufweg sparen. Ja, das geht nicht. Das ist die. So. Ja, Effizienz, Daniel. Effizienz. Die Kloschüsseln auch noch so eine Olle da. Gefällt sie dir nicht? Soll ich einen anderen Swatch nehmen? Wir haben so ein modernes Haus und du nimmst so eine. Warte mal, ich mag die sehr gerne, dunkel. Die da. Wo ist denn der mit dem Elefant da? Den finde ich toll. Elefant, das ist echt schön, ja. Da haben wir drüben, glaube ich, den Teppich. Nee, da haben wir den Wal, glaube ich. Ja. Ist auch aus dem Pack. Und jetzt darfst du zu ihr mal sagen, gerade mich. Die Klee-Familie, die ist gerade im Urlaub hier. Die sind in der Winterpause. Die Klee-Familie ist im Urlaub. So. Ja, kommt auch wieder. Ich habe noch keinen Plan. Ich bin jetzt erst wieder mittendrin und jetzt haben wir ein Release. Das hat natürlich Vorrang. Ja. Ja, das finde ich auch mal witzig. Also wenn Chris das auch mal gern machen mag, dann da können wir das auch mal machen. Das müssen wir mal am Montag klären. Vielleicht will Chris auch mal quasi streamen, also bauen Kind, und ich guck zu. Das Kind kann die Adoptionsagentur anrufen. Ja, das sind deine komischen Mods wieder. Nein, das doch, ist ein doch, Spiel. Doch. Nein. Ich find's lustig, dass das Kind die Adoptionsagentur anrufen. Bei mir können die Kinder auch nicht Bestellungen und alles, das können die gar nicht. Das kommt nicht durch Mods, ich habe nur MCC. Ja, und Übernachtungsbesuch und so, ja. Guck mal, familiäre Plauderei am Telefon, mach das doch mal. Das ist auch nicht auch Ding, aufhören, oder? Das, ist das vom Spiel, das familiäre Ding? Plauderei? Ja. Okay. Also ich habe keinen Mod drin, der irgendetwas dadurch ändert. Das ist mir tatsächlich neu. So, dann kam darfst das, du kam mal das mit zusammenwachsen, oder? Das kann sein. Ja. Mach mal Pfannkuchen. Na je, sie schreibt ja von Susamewachse. Aber erstmal die Joe hier irgendwie beschuldigen, dass ich irgendwelche Mods drin hätte. Ja. Wieso bist denn du jetzt nicht? Dieses Spiel macht mich Wahnsinn. Ich habe doch gerade gesagt, sie soll den baden. Die ersten Probleme. Ja, aber guck mal, das Kind ist mal. Guck mal, die sind alle voll rot wieder. Mhm. Ich bin ja so ein schlechter Sims-Spieler. Also Ute macht jetzt erstmal Sonntagsfang. Pancakes? Mhm. Pancakes. Ich dachte, du kochst halt mal gesund, wenn du spielen darfst. Joe, mach mal bitte Licht an dem Bad. Ich kann überall Licht anmachen, wenn ihr wollt. Ja, da musst du aber aufstehen, Joe, oder? Um im Bad Licht anzumachen.
Also bei mir muss ich aufstehen, ja, muss ich einmal ganz außen rumlaufen, um mein Bartlicht anzumachen. Ja, in den Ostflügel. Hör auf, mit deiner Mutter zu labern, wenn die gerade am Kochen ist. Ich muss in den Ostflügel, genau, ich muss in den Ostflügel. Guck mal, du kannst mal hier deinen Bruder trösten. Jo wohnt in so einer riesen Villa und die hat dann so einen Segway und dann kannst du mit dem Segway in den Ostflügel fahren. Oh Gott. Wo kommt das nochmal her mit dem Ostflügel? Ich weiß nicht, das ist irgendwie immer in diesen Palästen, gibt es immer einen Ostflügel. Oh, das kam da mal irgendwo. Oh, Bruce, her. Wir müssen in den Ostflügel. Bruce, sorry, Segway. Wo sind die Wanderschuhe? Alter, Ostflügel. Ja, ich kann das nicht nachvollziehen, wie man in so großen Häusern wohnen kann. Ich will echt die Krise kriegen, so weit zu laufen. Da läufst du den ganzen Tag. Ja, vor allem, wer braucht so viel Platz? Gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung in Sims? Nee. In der Challenge? Nö. Gibt es nicht. Ja, zu Paralives und so weiter und Co. Machen wir mal einen extra Talkstream. Ich habe das heute mir schon überlegt, tatsächlich. Muss aber noch den Moderatoren fragen. Das machen wir nach dem Release. Das steht erstmal Release an, ihr wisst es. Das macht dann immer den Channel-Takeover so ein bisschen. Alles andere muss dann warten. Und das habe ich aber vor, das gibt es dann wahrscheinlich im März. Müssen wir aber gucken. Aber habe ich auf jeden Fall auf der Liste ganz oben. Genau, da haben wir auch schon intern drüber geredet. Da muss ich dann auch noch ein bisschen mal recherchieren, die ganze Geschichte von Paralives. Ja. Genau, dass wir uns da auch tiefer auskennen. Und dann gucken wir uns das mit euch zusammen an und unterhalten uns dann drüber als langjährige Sims-erfahrene Spieler. Mal gucken, was hast denn du da für eine Lücke neben dem Kühlschrank? Da ist auch keine Lücke, da hast du dieses Ding reingebaut. Und wenn man das unten hat, dann sieht man das nicht. Ah, oh, diese schöne gelbe Küche, guck mal, die sieht man gar nicht. Bitte mach wieder hoch. Nein, ich werde nicht mit Wänden oben spielen, da werde ich wahnsinnig. Meine nicht. Mach das so ein Overlay. Du bist am Essen, das ist gut, obwohl du eigentlich gar nicht so viel Hunger hast. Guck mal, das Kind stinkt schon wieder, Mensch, Ute. Ja, weil sie es nicht gebadet hat. Das hat, glaube ich, in die Hose gekackelt, deswegen. Na, ihr könnt noch schlafen. Nee, sie hat es irgendwie nicht richtig gebadet. Das Spiel ist einfach buggy. Also wir würden den Talk auch nicht nur zu Paralives machen, sondern auch zu Live by You und eventuell noch diesem südkoreanischen Dingens da. Insoy? Ja. Insoy. So, komm mal her, du kannst mal... Marlies Christa, Mitglied seit 62 Monaten, aktuell Stufe Giga-Mitglied. Hallo Joe, hallo Daniel, schönen Abend auch euch beiden. Schön, dass heute die liebe Joe spielt. Danke dir, ne? Das ist cool. Ich find's auch gut. Also ich würde sagen, wir machen das öfter. Ja, wir können es eigentlich abwechseln. Aber für mich ist es, also es tut mir leid, Leute, wenn ich so still bin und so. Für mich gar nicht, ist es so ungewohnt gerade hier. Ich habe das Gefühl, es unterhält eigentlich null, was ich hier mache. Du redest. Ich klicke so vor mich hin. Du redest mehr als sonst, aber. Ja, ich glaube, das denkt wahrscheinlich jeder irgendwie so am Anfang, dass das, was er macht, nicht unterhält oder so, ne? Weil. Okay. Ich denke gerade die ganze Zeit so, warum sollte jemand gucken bei dem, was ich klicke hier vor mich hin und gebe den Sims halt Anweisungen. Und es ist aber eigentlich voll langweilig. Wenn ich jetzt könnte, wie ich wollte, würde ich ganz anders spielen. Aber es ist halt die 100 Baby Challenge. Ja, aber wir wollten ja auch wirklich mal prüfen, ob du es kannst. Und ich würde mal sagen, Leute, sie kann es sehr gut und sie kann sehr effizient auch wirklich spielen. Aber ist auch gerade ein sehr easy Haushalt, muss man sagen, mit diesen Kids. Da hast du recht. Hatten wir teilweise schon 8 Kinder und 3 Säuglinge und so einen Scheiß. Also wirklich, das ist dann, da bist du dann wirklich am Hudeln hier. Und dann unter der Woche sind auch noch Wochenende, die Kinder müssen nicht mal in die Schule. Da hast du recht. Ich versuche übrigens gerade, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass die alle einen gesunden Rhythmus reinkriegen, ne? Ja. Ich bitte dich, diesen Rhythmus nicht zu zerstören, wenn du das nicht. Das müssen wir gucken hier. Du baust auch das Bad um, dann kann ich auch den Rhythmus wieder. Bin ich jedes Mal damit. Oh, da kommt irgendwer. Sirius ist da. Sirius Black. Das Jugendfest hat begonnen. So, jetzt badet sie das Kind endlich. Meine Güte. Aber guck mal, der heißt Sirius Russ. Das ist auch für den Zungenbrecher. Sirius Russ. Guck mal, lass mal deinen Bruder rein. Nach Hause. Könnt ihr euch unterhalten?
nach Hause telefonieren. Guck mal, sie hat das jetzt schon wieder nicht gebadet. Ja, ich eskaliere, ich baue alles um nächstes Mal. Und dann hat schon nur noch 0 Simoleons dann beim nächsten Mal. Ja, dann male ich ein paar. Genau, Joe räumt dann alle 2 Wochen auf, schreibt Mel und Testik Schulz. Ich warte ja noch darauf, dass Daniel das unnütze Wissen einstreut. Genau, Daniel, unnützes Wissen, bitte. Ja, was soll ich jetzt da erzählen, du? Das okay, guck mal, das ist Buggy. Siehst du das? Was, Buggy? Ja. Was ist Buggy? Deine neue das Badewanne? Nee, jetzt hat's funktioniert. Alter, also... Was? 3-mal habe ich das Kind jetzt baden müssen. 3-mal. Okay. Ja, das kann aber auch sein, weil manche Badewannen haben schlechte Hygiene und es ist auch beim Duschen so, wenn du die dann reinschickst, dann kommen die wieder raus und haben noch 3/4 ungeduscht. Das ist ein Spielbug. Ach so. Das ist nicht schlechte Hygiene, das ist ein Spielbug. Hm. So, guck mal, du kannst dir auch mal Pfannkuchen hier holen. Und Pancakes. Du kannst dann auch mal hier nicht hier sitzen. Hier, weißt du, was mir auch auffällt? Muss man das in der Sims 4-Kamera machen, dass man auf den Boden klickt und den Boden so rüberzieht? Ich habe das schon ewig nicht mehr ausprobiert. Ja, du klickst auf den Boden und ich mach das mit der rechten Maustaste und verschieb so das Fenster. Ja, ich weiß, nee, das ist mit der linken. Du machst mit der linken und dann verschiebst du den Boden quasi. Ich mach mit der rechten Maustaste, dass der Screen quasi zentriert bleibt. Ja, okay. So, du kannst jetzt was lernen, weil dir geht's gut. Was brauchst du? Bewegung. Dann musst du hier Blickblock spielen. Nein. Wir setzen uns gar nicht auf den Boden und machen irgendwie Putzen rum. Wir lernen. Oh, warum hebt sie sie jetzt hoch? Das ist das, was ich meine. Ich habe eine Mod dafür, dass sie das nicht macht. Ja, aber heute spielen wir ohne Mods. Ich sag nur, also das Spiel an sich hat da irgendwie... Ja, wir das sollte das eigentlich nicht so sein. Du, wir wollten mal, wir sind fast mal verhungert, weißt du das nicht mehr? Doch. Die ist ständig zu den Kindern gerannt und konnte nicht mal was kurz essen. Also, weil das so hart... die immer abgebrochen hat, diese Kinder-Dings, dass es wirklich fast schief gegangen wäre. Ja. Wenn ich groß bin, möchte ich Ninja werden. Oh Gott, mein kleiner Neffe ist auch so ein Ninja-Fan. Der guckt immer dieses Lego-Ninja an. Nein, das heißt. Der möchte Ninja werden. Ninja. Ja. Was muss ich jetzt tun, wenn ich Ninja. Wieder Ninja werde? Ninja, das ist die YouTuberin. Ich übe jetzt schon einmal, wie man sich verbirgt. Das ist doch aber eher Assassin's Creed. Wie man sich verbirgt. Nein, Ninjas sind auch im Schatten. Die sind doch auch so dunkel angezogen, dass man die nicht sieht in der Nacht. Und finde so. Einen Ninja, der dich ausbildet. Guck mal, das machen wir. So. Ein Ninja. Finde einen Ninja, der dich ausbildet. So, lernst du hier, Kind. Du sollst dich nicht mit dem unterhalten. Ich schicke den gleich wieder weg, wenn der euch hier ablenkt. Du malst? Sehr schön. Bis da, du kannst... Jumper Lady schreibt, Joe ist aber streng. Die Kinder verstehen ja die Welt nicht mehr und Ute fragt sich, warum sie plötzlich schlafen darf. Ja. Ich sage ja, ich habe eine völlig andere Spielweise als Daniel. Also wirklich eine völlig andere. Das ist lieb, dass du aufräumen willst, das lässt du aber bitte. Ja, weil es gibt kein Geld, ne? Ja. Die Teller haben wir extra in den teuren Mülleimer. Aber findest du unsere Küche nicht schön? Guck mal, wie toll das auch wirkt mit der Pflanze daneben dem Mülleimer. Der riecht schon gar nicht mehr so streng, der Mülleimer. Allein, dass da daneben eine Pflanze steht. Das ist eigentlich eine Lampe, du. Ja, aber das sind ja Lampen, wo dann Pflanzen rauswachsen. Das hier finde ich schön mit dieser Lichterkette. Ich muss sagen, ich wünsche mir ja echt wirklich ich wünsche mir ja schon so ein bisschen so ein Future-Pack. Ich finde das, weißt du, so ein bisschen erfrischend mal, was anderes. Weil wir haben schon 100-mal jetzt wieder dieses Mid-Century-Modern-Verschnitt-Thema. Wir hatten schon so viele rustikale Packs jetzt, ne? Das könnte jetzt durchaus auch mal dran sein, ne? Weil die anderen Stile wiederholen sich. Und also ich hätte da schon auch so ein, vielleicht so ein Gameplay-Pack, hätte ich mich gefreut. Erweiterungspack jetzt vielleicht nicht unbedingt. Naja, ich, Also dann auch lieber mal Futuristic als Thema als jetzt Südostasien, ne? Weil wir hatten ja auch schon mal ein asiatisches Pack, muss man auch dazu sagen. Das Problem, was ich so ein bisschen habe bei so Future-Dingern, ist, dass... Also ich mochte ja das von Sims 3 nicht so gerne, ja, ne? Haben wir ja auch schon mal drüber geredet, haben wir auch schon mal gespielt. Hör doch auf, mit dem Kind zu quatschen, du lenkst es doch ab hier. Ja. Verkauf dein Bett. Es kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die Umsetzung an.
Ja, weißt du, ich fand das so cool. Dann gab es dann so Schallduschen oder das fand ich halt. So Röhrenaufzüge aus Glas oder was gab es denn noch? Irgendwie so coole Gadgets, ne? Wie so ein schwebende Drohnen. Gut, das hatten wir auch mit Reich der Magie jetzt, aber solche Viecher da, ne? Das ist so ein bisschen was. Gut, Drohnen hatten wir auch in Verdi berühmt. Nee, aber wisst ihr, wie ich meine? Das bringt nochmal so ein bisschen, da könnte man auch dann so eine Familie spielen, die dann so ein bisschen abgespaced ist und irgendwie sowas und keine Ahnung, ne? So ein bisschen übertrieben, weil ich finde, das ist immer so geckig, weil Sims ist ja immer so ein bisschen Witz und Charme, sage ich dazu immer dazu. Also es ist nicht realistisch, zu realistisch, dass es so ein bisschen zum Schmunzeln auch einlädt, ne? Und so ein Future Pack bringt halt da ganz viele Möglichkeiten, ne? So ein bisschen auch so kritisch gegenüber der Zukunft vielleicht auch, ne? Also, dass es so ein bisschen übertrieben dargestellt wird und das dann so ein bisschen zum Nachdenken auch anregt. Kann das wirklich so sein? Und wie wäre das, wenn es das und das alles geben würde und so? Ich glaube, ich fände das schon ganz spannend so. Deswegen. Das haben wir doppelt. Doppelt. Oh, guck mal. Das hat er gerade gebastelt. Ja, das passt immer nicht an die Wand. Wisst ihr, ich glaube auch manchmal, die machen das mit Absicht, weil die Dinger slotten immer genau da ein, wo du es nicht haben willst. Du willst es eigentlich immer dazwischen haben, wo es einslottet, ne? Oder? Ist doch eigentlich so. Eigentlich schon, ja. Es ist wirklich komisch. Ich räume hier mal. Was ist denn mit den ganzen Blumen? Die wolltest du behalten, ne? Die Blumen. Ja, die kann man verschenken, nehme ich an die Typen. Ja. Ne? Dann gibt es Romantik-Ding. Romantisches Geschenk und dann gibt es einen guten Romantik-Boost. Den Dünger müssen wir eigentlich nicht behalten, oder? Nö. Die Fotos brauchen wir auch nicht mehr. Das war das mit dem hässlichen Mädchen da. Aber das haben wir doch schon aufgehängt, weil ich habe nur noch 4 Fotos und eigentlich müssten es 5 sein. Ja, ja, das haben wir aufgehängt. Das hier, aber oder? Okay. Warte mal, ich guck mal gerade. Ja, aufgehängt haben wir das Kind nicht. Heißt das aufgehängt? Nee, aufgehängt. Also im Saarland sagt man ja, häng dich auf, wenn man möchte, dass jemand seine Jacke auszieht. Oh, das ist ja wie schick mit Strickaxis war's. Das ist ja wie schick mit Strickaxis war's. So heißt doch das Pack. Oh, wo wir gerade bei schick mit Strick sind. Nifty Knitting. Das heißt bei uns schick mit Strick. Wir haben jetzt auch witzig gemacht drüber. Nifty Knitting. Ja, das heißt schick mit Strick. Guck mal, Ute, da. Ich fand das echt, also. Was stricken mit dir. Weiß auch nicht. Ja, die englischen Namen sind sowieso immer extrem. Also die deutschen Namen sind im Vergleich zu den englischen Namen immer ganz seltsam. Oh, Level 5 der Fantasiefähigkeit erreicht. Wir dürfen hier jemand. Wer war das? Dampfnudel. Dampfnudel hat, glaube ich, eh bald Geburtstag. Ja, das finde ich jetzt mal ganz interessant. Morgen. Wie hättet ihr das Schick mit Strick Accessoires Pack? Werdet ihr das genannt? Wenn es im Original heißt, es ja dann Nifty Knitting. Ne, das ist auch so ein bisschen so ein Wortspiel. Aber wie hättet ihr das auf Deutsch genannt? Das Schick mit Strick Accessoires Pack. So, Dampfnudel darf altern. Dann komm mal hierher. Schicke Stricken. Schicke Stricken. Ja, das ist gut. Das sind so kleine Zungenbrecher, okay. Flotte Maschen. Flotte Maschen Accessoires. Ja, gut. Das könnte auch von EA kommen, ganz ehrlich. Dampfnudel darf altern. Schicki stricki, okay. Schick mit Strick hört sich gut an. Fand das eigentlich passt gut. Okay. Weil jetzt letztens hatten wir es ja auch wieder mit Kristallkreationen Accessoires. Jo, da sage ich mal gar nichts. Ne? Aber das ist direkt übersetzt, weil das heißt im Original Crystal Creations, glaube ich. Ja, aber also die. Was machst du denn jetzt schon wieder? Das hört sich schon anders an. Crystal Creations hört sich schon anders an als. Also vom Kontext her, wie Kristallkreationen. Ist halt auch so ein Kristallkreation, das ist auch so ein Gundula Gause oder Klaus Kleber. Die vergnügte Melkerin. Ja. Die vergnügte Melkerin bietet mir an, dass ich Astronautin werden kann. Geil. Ach, wie cool. Guck mal, die kommt auch wieder raus, wenn du mal spielst. Die Melkerin, da war Joe das dabei, ne? Das war ziemlich am Anfang, ne? Mhm. Das ist das Erste, was wir gemacht haben. Oder irgendwie. Das war, als wir Windenburg gesungen haben, die Bauerreihe war das. Und dann haben wir die Melkerin gemacht, ja.
Nee, du musst dazu erzählen, du hast so ein. Damals gab es so noch keine Kühe, ja? Ich weiß nicht, wir was die gemolken hat. Benutzt. Wir hatten nur Kuhpflanzen, genau. Du hast so einen Wuhu-Busch an die Straße gestellt und dann so einen Kleiderhaufen daneben platziert. Ja. Behauptet, das ist von der vergnügten Melkerin. Okay. Ja, also ich bin ja immer dafür, dass man die Packs relativ einfach nennt. Also jetzt zum Beispiel das jetzige hätte ich Schmuckherstellungs-Accessoires-Pack genannt, ne? Zum Beispiel, das wäre besser gewesen. Weil ich bin da immer anwenderspezifisch. Ich habe dieses Anwenderdenken drin als Mediengestalter. Oh. Also zum Beispiel, was würden Dampfnudeln ist älter geworden? Dampfnudeln ist vor allem vegetarisch. Und das ist, kommt bei dir, kommt jetzt vegetarisch, war so klar. Nein, ich hab randomisiert. Ja, ich weiß, aber das ist logisch wieder, dass bei dir vegetarisch kommt. Na, kann ich jetzt. Das ist bestimmt so eine Boost-Mod drin, die immer die vegetarischen Sims bevorzugt und die Wahrscheinlichkeit von vegetarisch auf 99% setzt. Ich muss Dampfnudeln umgestalten. Zeig mal die Ute nochmal. Warte, zeig mal. Jetzt bin ich schon im Dings. Ich sehe es verzögert. Nee, also, weil, wenn jemand sucht nach einem Pack, dann sucht er ja nicht nach Kristallkreationen. Ne? Der weiß, das Schmuckpack da, das Schmuckherstellungspack oder so, ne? Und dann hätte ich das einfach, oder nur Schmuckaccessoires. Wieso muss man es immer so kompliziert machen? Und dann findet man das nämlich auch, was man sucht. Also so hätte ich die Packs halt eher benannt, immer im Hinblick, wonach sucht man halt auch, ne? Wenn man sich darüber informieren will oder wenn man das sucht oder irgendwann mal gehört hat, da war doch mal was hier. Das sagt doch keiner, was hast du heute gemacht? Ja, Kristallkreationen, nee. Ich habe Schmuck hergestellt oder ich habe. Was hast du heute gemacht? Kristallkreationen. Nee, weißt du, so vom Ding her, deswegen finde ich das immer so komisch mit den Namen. Und außerdem sind die oft auch sehr lang. Das kann ich dann überhaupt nicht leiden, weil dann ist alles so, ne? Du, ja. Ist einfach unnötig. Ja. Ist einfach unnötig, so lange Namen. Und dann kann sich es keiner merken. Und dann, wenn man drüber spricht, dann beim einen heißt es dann Cottage Lifestyle oder Cottage Living und der nächste sagt Landhaus Leben und der andere sagt Country Farm. Eco Lifestyle ist so komisch, weil es ja, oder manche sagen Eco Lifestyle. Ja. Sprechen es dann falsch aus. Das war das einzige Mal, dass sie nicht Living genommen haben, sondern Lifestyle, ne? So. Nee. Bei Ding ist es so, bei Eco Living, genau. Aber Eco Living, genau. Bei Cottage. Aber nicht, ja, Cottage Living und aber Eco Lifestyle. Genau. Und da kommst, es ist statt Eco Living. Es ist, welchen Sinn hat das? So, Darling, Hausaufgaben machen. Ja gut, und der Hammer war ja dann, wenn sie es dann wirklich anders benennen, ne? Dass dann plötzlich aus einem Kellerset wird dann plötzlich ein Dachbodenschätze-Set, ne? Ja. Ja, weil man im Deutschen halt eher Dachboden hat. Ja, aber es ist trotzdem so. Was machst du da? Du sollst auf dem Cover ist halt auch noch ein Keller, spielen. Ne? Dann darfst du nämlich auch altern. So. Oder komm mal her. Du kannst mal eben. Hier, jubilierende Juwelen-Accessoires, ich glaub's noch. Oh Gott, guck mal. Siehst du, was er da hat? Er hat den berühmt-berüchtigten Klumpen Ton. Oh ja, die habe ich schon lange nicht mehr bei mir gesehen. Jetzt, wegen dir kommen die wieder zu mir jetzt in meinen Spielstand rein. Ja, ist alles meine Schuld. Scheiße. So, du darfst auch altern. Sehr schön. Dann nee, Wissenschaftsbabys sind nicht erlaubt. Dann kommst du mal hierher. Doch, du darfst altern, ne? Ja. Ja, Fantasie 5, sehr schön. Ich finde auch, dieses Leben kann man sich sparen. Nachhaltig leben, Landhausleben. Immer dieses Leben, natürlich ist eine Lebenssimulation, ja ach was, ne? Ja. Da lebt jemand. So, die Wehen haben eingesetzt. Wow, gute Platz für Freude. Wollen wir Pause machen? Wollen wir Pause machen? Oh, ist schon wieder eine Stunde rum hier. Ja, sag mal, Leute. Ich würde ganz gern noch schnell das Kind altern lassen, wenn ich ehrlich bin. Nee, und das dann machen wir nach der Pause. Nein, das mache ich jetzt. Sonst haben wir nachher schreiende Kleinkinder und wer weiß, wie viele. Und
Das Kind ist selbstständig, wenn es gealtert ist. Musst du auch pusten, so wie ich immer. Das machst du schnell. Ich mach da immer so. Oh, ja, ich spiele anders als du. Ich zeig dann, wie das Kind da in die Kamera rotzt mit ihrer Spucke beim Ausblasen. Ich spiele völlig anders als du, damit wir hier was geschafft kriegen. Aber das geht mir zu schnell alles hier. Das ist so, effizient, aber nicht so schön. Ja, aber Daniel. Aber weißt du mal, die Mischung wird es eigentlich machen. Ich müsste ein bisschen effizienter und du ein bisschen persönlicher spielen. Ja, es ist natürlich auch, wenn ich halt alleine spiele, spiele ich ja sowieso ganz anders. Ne? Hm. Also, da guckt mir ja keiner zu. Und dann bin ich halt schon sehr, sehr viel effizienter. Ne? Mir war jetzt auch wichtig, dass die ganzen Schlafrhythmen irgendwie halbwegs gleich sind, dass wir dann wieder alle zur gleichen Zeit ins Bett gehen können und solche Geschichten. Ja. Mhm. Okay, dann gehen wir mal auf uns groß, oder? Und machen Pause? Ja, machen wir Pause. So, Leute, das Zimmer. Hello. ihr könnt euch schon mal Babynamen überlegen. Wir haben aktuell Himmelskörper noch, oder? Genau, wir haben noch Nudelnamen. Nudelnamen, sorry. Ja, natürlich dachte ich gerade, wir haben nicht Himmelskörper. Bitte noch keine Dinger. Jetzt nicht posten, im Chat schreiben, ja. Erst, wenn wir danach fragen, aber ihr könnt euch schon überlegen. Wir wissen auch noch nicht, wie viele Babys es werden. Es könnten theoretisch Trillinge werden. Ne? Und denkt auch an die Geschlechter. Also das können auch drei Jungs werden, drei Mädchen, nicht nur einen Namen irgendwie ausdenken. Weil dann haben wir nachher eine schöne Auswahl. Wir sind gleich zurück, machen kurz Werbung und bis gleich. Daumen hoch. Bis gleich. Dankeschön.
wrote this ditty all about our city to bid you welcome, hello. Hello. She's full of history and steeped in mystery, just round the corner you'll know. Every sunset inspires, nights at bonfires, her nightlife is second to none. So come to Winterberg, dance in Winterberg, laugh in Winterberg, prance in Winterberg. She's full of life in Berg, skinny Dippenberg, drop fat beats and shake your butt in Berg. Get together in Windenburg. Raise Windenburg, nicht erschrecken, da sind wir wieder zurück zur Baby-Challenge. Mit mir, denn heute spielt die Jo. Ja, hallo. Ja, wir jumpen direkt wieder rein in das Spiel, würde ich sagen, hier. Wir jetzt gehen ins Krankenhaus, oder? Ja, das Baby kommt, Leute. The Baby is on the go, oder die Babys, hoffe ich mal. Wir müssen nämlich den Baby-Counter hier mal aufholen. Wir sind schon in Folge 46, haben 43 Babys. Der Vater war Connor McWolf. Da ist er. Da ist Connor, der Vater. Connor McWolf hier. Ab geht's. Abgeht! Ladebalken. Oh, bitte stürz nicht ab. Oh Gott, ich hab mal Angst, wenn das Spiel kurz so steht, dass es abstürzt. Ich hätte speichern sollen. Der Blambop dreht sich weiter. Oh. Ich habe immer Angst. Mir ist übrigens nichts eingefallen, was ich an unnützes Wissen zu teilen habe. Guck mal, das Krankenhaus, wie hässlich das aussieht ohne Wände. Mann. Was muss ich denn jetzt machen? Baut man so schön und dann spielen alle mit heruntergelassenen Hosen. Ich habe gerade extra die Wände hochgemacht. Neuer Mitbewohner werden. Gar nichts. Gar nichts. Niemand. Die nehmen dich mit? Nee. Warte einfach hier. Das ist der Schigimigi-Arzt hier aus dem. Ja. Der ist eigentlich Lieferant, aber. Last Exception hier. Das gucke ich mir später an. Ich habe gehofft, dass wir eine kriegen. Okay. Ich kann mir denken, was für eine im Krankenhaus. Ja, Krankenhaus ist, aber trotzdem möchte ich mal drüber schauen. Krankenhaus ist so ein fragiles Ding, das stimmt. So, ab geht die Post. Eine die neue Runde. Das macht mich wahnsinnig. So, jetzt können wir hier wieder Moorhuhn gucken. Guck mal, wenn Jo spielt, Ute ist sehr unwohl. Die kriegt gerade ein Kind. Da wären wir auch sehr unwohl. Oh, das finde ich gut. Guck mal, wir haben schon ein paar Namen hier im Chat. Spätzle, das finde ich gut. Spätzle ist gut. Linguini Gnocchina. Macaron. Als Macaron nicht, das schreibt man mal anders, Macaron, ne? Ist das nicht so eine Süßigkeit? Ist das nicht der Fusilla. Französische Präsident? Nee, der ist Macron. Macron. Aber ich verstehe, dass man das verwechseln kann. Verfalle sind meine Lieblingsnudeln übrigens. Hallo, wird das heute noch weißt was? Weißt du gerade, was wir alles... Da muss man Moorhuhn abschließen hier. Ich wollte gerade sagen, wird das Junge, heute noch was? Ein Junge. Such du einen Namen aus. Du darfst. Miraculi finde ich auch schön. Komm, wir machen Spätzle. Ich fand das so geil. Das war das Erste und ich fand das witzig. So, jetzt... Ich drücke Spätzle auf OK und wir drücken alle die Daumen, ja? Spätzle. Daniel, drückst du Daumen? Daumen hoch, Leute. Daumen hoch für Zwillinge, ja. Drillinge. Was, wir sehen es noch nicht. Ja, es ist noch ein Junge. Zu spoilert hier heute alles. Entschuldigung. Ja. So, jetzt darfst du dir einen raussuchen. Miraculi hätte ich gern. Miraculi, ja, das ist aber ein Markenname wieder. Da dürfen wir das nicht? Ja, ich finde das doof. Ich finde Miraculi cool. Da musst du irgendwas... Oder ich denke da immer an diesen Dip. Ich denke immer an diese klassische Verpackung mit ihren Spaghetti und dieser Fertigsoße. Ja, das ist so ekliges Zeug, Entschuldigung. Ich finde das echt eklig. Dann Rigatoni hatten wir, glaube ich, schon. Macaroni. Das finde ich auch gut. Ja, Macaroni, das ist mir gerade auch aufgefallen. Von Real Magic. Macaroni. Wer war die Spätzle hier? Nochmal Daumen drücken. Mal gucken, wer die Spätzle war hier. Spätzle war Laura S., glaube ich. Nein, Zwillinge. Ich sehe schon eine. Yay. Ich sehe eine, schon eine okkulte Wiege. Eine okkulte Wiege. Also wir haben damit 45 Babys. Nee, nicht 345, 45. Okay. So, wir hatten Spätzle.
Jetzt hören wir die gar nicht Heidi rufen, weil wir keinen Ton haben. Und schade. Wir hatten, ja, es tut mir leid. Ich hab's, ich kann's imitieren. Ja, hey, Ute muss noch in die Badewanne. Ja, Mensch, immer noch immer Flammen. Badewanne? Jetzt ist es zu spät, die wird eh gleich nach Hause telefoniert. Ich schreibe gerade die Namen auf. Multitasking, Madame. Kann ich alles machen. So. Oh nee, es ist abgestürzt. Oh nein. No. Es ist nicht abgestürzt. Ein Wölfchen. Ich speichere jetzt aber mal, ne? Ja, wir haben Nudelnamen als Babynamen. Ich habe ein bisschen Schiss, deswegen speichere ich. Cheeseburger ist, glaube ich, keine Nudel. Gibt es Cheeseburger-Nudeln? Du hast gar keine Saves drin. Nee, ich habe keine Saves drin und ich habe bis auf MCCC. Wieso zeigt es bei dir da die Packs irgendwie an? Ach so, weil du die nicht hast. Weil ich die nicht habe. Okay. Hab. Ja. Das hatte ich dir alles gesagt. Ja. Mutter Schabube so schreibt, Daniel kann noch Heidi rufen anstatt des unnützen Wissens. Ich habe kein unnützes Wissen, ich habe nur nützes Wissen. Dann darfst du dir mal, gucken wir mal kurz nach den Kids, wie geht's dir? Wieso heißt es unnützes Wissen und nicht nützes Wissen? Wieso heißt es nützliches Wissen? Es gibt kein unnützes Wissen, liebe Leute. Aber wieso heißt es nicht unnützliches? Wieso heißt es nicht unnützliches Wissen? Es heißt ja auch nützliches Wissen, dann müsste es ja unnützliches Wissen heißen. Wo sind die Linguisten hier? So, hier machen wir weiter Blickblock. Meine Güte, Kind. Da müsste man sich mal die Frage stellen. Also, das wäre schon ziemlich unnütz, wenn man wissen würde, warum es nicht unnützlich heißt. So, oder ja, aber warum? Kind? Es heißt nützlich, aber nicht unnützlich. Wo haben wir denn unsere. Ah, da. Oh Gott, die ganze Wand ist voll. Oder wenn man es andersrum macht, es heißt unnütz, dann müsste es ja eigentlich nütz heißen. Nützes Wissen. Ich muss nachher mal diese Wand ein bisschen die Fußabdrücke. Die Fußabdrücke von unseren Froschkindern. Babyfußabdrücke. Ich muss diese Wand später mal anders organisieren. Und hier waren die Dings, ne? Oh Gott, das bekommt man nicht jedes Mal, diese Fußabdrücke. Ja, da musst du rechts weitermachen, glaube ich. Ja, dann musst du rechts weitermachen da. Moment. Da ist auch schon voll, oh je. Da drunter passen, glaube ich, noch die zwei. Nee, da drunter passen, glaube ich, noch zwei. Wir machen das jetzt ganz anders. Joe baut um. Da ruckelt schon wieder hier wie. Oh, was machst denn du jetzt? Ich mach mehr Platz. Aber die müssen dann auf einer Höhe sein hier. Ich sehe da, da kommen die Inder Monkeys raus hier. Ich habe leider halt keine Tasse mit Monkey, aber ich habe einen Button hier mit Monkey. Ja, aber das Fenster neulich, mein Inner Monkey beim Fenster, hat dich nicht gestört, ne? Wo sind die Inner Monkeys hier im Chat? Oh, das ruckelt so. Ich habe so ein... Seht ihr das, wie das ruckelt bei mir? Das ruckelt nicht, das ist ja krumm wie Kuhschwanz, du. Krumm wie Kuhschwanz? Wie heißt das? Das wackelt wie ein Kuhschwanz. Das ist krumm wie eine Banane. Genau. Mhm. Das sind die Monkeys im Chat hier. Danke euch für den Support. Das muss ich nächste Woche unbedingt schön machen. Dann lasse ich es jetzt so. Dann muss ich mir jetzt auch keine. Oh je, Mene, das sieht ja aus hier wie die Sau hier. Guck mal, meine schönen in Reihe und Glied hier links und deine. Dann darfst du das nächste Woche machen. Dann hast du auch was zu tun. Das wackelt wie ein Entenschwanz hier. Wie ein Lämmerschwanz. So, das Kind lernt. Okay. Reden, alles gut. Dem Kind geht's auch gut. Heidi. Das Kind weint gerade gar nicht. Stell dir das mal vor. Das Kind weint nicht. Ich weiß, dass du weißt gar nicht, dass es sowas gibt, dass das Kleinkind nicht das Kind weint. Du machst deine Hausaufgaben. Du guckst schon wieder im Stehen Fernsehen. Ute darf gleich nochmal was kochen. Kind, wenn du jetzt nicht in deinem Zimmer bleibst und Blickblock spielst, sperre ich dich ein. Solange die Kinder nicht Doppelwumms sagen. Oh, was haben wir für schwarze Balken hier? Solange die Kinder nicht Doppelwumms sagen, weil sie aussehen wie Scholzis. Genau. Ich muss mal was kochen. Ich muss mal ein bisschen was vorkochen. Daniel wieder. Wir kochen einen Kuchen. Nee. Wir kochen, da war irgendwas mit Veggie, genau, Filet. Ja, wir haben ein Veggie-Kind. Ein Veggie-Kind, oh ja.
darf kein Fleisch essen. Dürfen alle kein Fleisch essen hier, wegen dem einen Kind hier. Ey, sag mal. Ja, genau, ich war Synchronsprecher für die Babys, genau. Das Kind, ich sperr die gleich alle ein, ich sag's dir. Ja. So, komm mal her, du. Nee, die fragen immer nur die englischsprachigen Creator, ob sie mitmachen wollen in irgendwelchen Packs. Ja, das verstehe ich ja bis heute nicht übrigens. Ja, ne? Ich auch nicht. Warum sie dich noch nie gefragt haben und dafür ja, andere zwei oder dreimal, ne? Vielleicht denken die, wir sind alle Nazis oder so, keine Ahnung. Noel darf altern. Die Deutschen. Die Deutschen. Die Deutschen. Gut. Dann bräuchte ich auch nicht mehr einsperren. Das hätte ich jetzt nämlich gnadenlos gemacht. Ja. Also, die schreien auch wirklich kurz. Heidi, es tut mir leid. Also, ich meine, und sie sehen aus wie Olaf Scholz. Ja, eben. Nicht wie eine Heidi. Warte, da müssen wir die Kamera umschalten. Ich weiß auch nicht. Kannst du mal gucken, ob in der Wiege oben, also an der Unterseite von der Wiege, ob da irgendwie so ein Bild ist von Heidi oder so? Mhm. Weißt du, tiefer runter kann ich nicht. Ja, aber tiefer runter kann ich gerade nicht. Nee, das ist kein Bild von Heidi. Was, ich denke immer, die sehen da oben vielleicht Heidi oder so. Da kommt ein Fernseher, da ist ein Fernseher drin mit so Heidi auf der Alm oder wie hieß das? Aber du hast schon recht, die sehen aus wie Olaf Scholz. Es tut mir wirklich leid, zu mal bitte rein. Ich kann nicht weiter rein. Doch, du kannst mit der Tab-Taste. Ah, okay. Tab-Taste und dann kannst du mit dem Mausrädchen reinziehen. Ja, weiter rein geht nicht. Ja, die sehen aus wie Scholzis, oder? Jetzt mal wirklich nicht böse gemeint, aber das ist doch wirklich so, oder? Ja, ich finde auch, sie haben Ähnlichkeit mit Olaf Scholz. So ein bisschen verschlafen und so ein bisschen, ne? Und dann durch die Glatze halt auch natürlich, aber auch so ein bisschen die Fältchen und, ja, finde ich schon. Das hat so ein bisschen was von Scholz. Ist nicht mal böse gemeint, wirklich nicht. Babys sind ja süß eigentlich. Uda hat sich wieder beruhigt, dann darfst du hier deine Philly Wellington weitermachen. Du darfst dann gleich altern. Auf deine Mutter zu nerven. Wer darf altern? Das Kind, das hat die Bewegungsfähigkeit perfektioniert. Echt? Okay. Ja. Hausaufgaben fertig. Very nice. Man hat sich's mal gelohnt. Genau, den habe ich letztes Folge mal noch gelevelt hier. Genau, da war kurz davor. Haben wir mal Bewegung gemacht und nicht Fantasie. Ich habe jetzt einfach ein Level mit ihm gemacht heute. Ja, aber die hohen Levels sind auch die schwierigsten. Ne? Die dauern ja viel länger als die ersten Level. So. So, was machst du da für Fleischersatz-Sandwich? Veggie Philip Wellington. Eben wurde, glaube ich, gefragt, welches Kind das Veggie-Kind ist. Ach, alle unglücklich aus Reukling. Oh. Ja, hier, Dampfnudel ist vegetarisch. Dampfnudel? Okay. Ja, wieso schläfst du denn? Du sollst nicht schlafen. Die schlafen immer in diesem Zelt. So, da darfst du da mal mitspielen. Die mögen voll das Zelt. Du darfst auch mal mitspielen. So, bitte sehr. Er soll aber nicht schlafen, dann kommt sein Rhythmus durcheinander. Joe hier im Chat, der stimmt, Panda-Kick schreibt, Ute muss wieder schwanger werden. Ja, machen wir auch gleich, aber wir lassen jetzt das Kind altern. Nee. Also doch. Das ist jetzt hier nicht im Verzug jetzt hier. Die altert uns nicht. Ich spiele heute und ich mache mir da jetzt auch keinen Stress. Doch, doch. Wer schreit? Du schreist. Dann darfst du. Melontastic Schul schreibt lustig, Dampfnudel hatte ich damals vorgeschlagen, ich bin Vegetarierin. Ich habe viel mehr Angst, weil sie so verspielt ist. Heidi. Warum? Aber du machst wieder super effiziente Babypflege, das ist auch cheating. Ja, wenn ich das kann, mach ich das. Warum ist die hier immer. Hast du irgendwelches Dekor hier? Was? Was? Die Küche haben wir erst neu gemacht, ja, da ist nichts Dekor. Nee, sie ist immer super verspielt, wenn sie in der Küche ist und das macht mir Sorgen. Ah, das ist dieser grüne Frosch, aber den wollte ich unbedingt lassen, weil der grün ist. Der hier? Auf der Theke. Emotionale Aura deaktivieren, so. Nein. Daniel, das ist saugefährlich. An Hysterie sind wir schon so viele Sims gestorben. Wie viele Sims haben wir hier durchgefüttert hier schon in diesem Haus? Nein, sind alle nicht verstorben. Ich will keine emotionalen Augen haben. Danke. Na, bist du schuld, wenn die Ute stirbt oder andere. Wait a second. Wo ist mein Geburtstagskuchen? Da. Ich muss mir jetzt eine Liste machen, was ich nächste Woche alles wieder rückgängig machen muss. Ich stell dir deine Dinger schon hin, keine Angst. Was stellst du mir hin? Die Hochstühle, die ich weggenommen habe. Ach, die hast du auch weggenommen? Das habe ich mir gar nicht aufgefallen hier.
So, habe ich doch vorhin gesagt. Ja gut, ich höre dir doch nicht zu. Ich weiß. Helfen Kerzen aus. Ich muss auch den Chat lesen. Ich bin abgelenkt. Du hörst mir auch nicht zu, wenn du den Chat nicht lesen musst. Die einzige sinnvolle Emotion beim Kochen ist inspiriert. Dann werden alle Gerichte besser. Das ist stimmt. Oh, Patty, unberechenbar. Dann Nudelnoelle ist älter geworden. Du kriegst Motorik. Glückwunsch. Leute, Daumen hoch. Vielen lieben Dank euch für die Show. Die macht das super heute hier, oder? Ich spiele halt anders als du, wie gesagt. Dinge hier in den Kühlschrank, sofort hier wieder in den Kühlschrank, den Kuchen mit den Kerzen. Ja, hier, das ist mal effizient, ja. Du. Ich hab nicht direkt nachmachen. Wieder. Guck mal, Heidi hat. Wo haben wir es da? Heidi hat Nudeln Noel ein Geschenk geschickt. Nicht nachmachen. Wenn ihr Kerzen in den Kühlschrank stellt und sagt, jetzt Joe hat es auch gemacht und es ging gut, dann dürft ihr keine Abmahnung schicken nicht, oder so. Bitte nicht im echten Leben nachmachen. Guck mal, der hat eine ganz fesche Mütze auf hier. Zeig mal die Kinder, ich kenne die gar nicht mehr. Die sehen schon wieder ganz anders aus. Ah. Das ist ja, Nudeln Noel. Ist auch so ein Macron. Ist auch so ein Macaron, genau. Und du darfst du darfst erst deine Hausaufgaben machen. Weil der will Motorrad fahren. Wie bekommen wir ein Motorrad-Gameplay-Pack oder so? Meinst du? Naja, das ist ziemlich einzige mittlerweile, was die sich noch wünschen, immer in den Sprechblasen. Und Tennis wünschen die auch immer oder irgend sowas. Nee, was war das? Das war, glaube ich, nicht Tennis. Tennis? Nee, Baseball wünschen die sich immer. Das haben wir auch noch nicht im Spiel. So, jetzt muss ich mal gerade kurz gucken. Kiddos, ja, du darfst aufs Klo gehen. Und ja, weil ich endlich mal Zeit habe, hier zu kommentieren, Leute. Deswegen ist das heute hier die lustigste Folge, schreibt Heike hier. Das ist die lustigste Folge. Du darfst schlafen gehen, weil Daniel Zeit hat zu kommentieren. Ja. Und du machst noch deine Hausaufgaben und dann darfst du aufs Klo und auch schlafen. Ute muss schwanger werden. Ute muss schwanger werden. Ja, wenn die Kids im Bett sind, kann sie auch schwanger werden. Ute muss schwanger werden. Sag mal, ich hab dir doch gerade gesagt, dass du schlafen gehen sollst. Bin gespannt, welchen sexy Daddy Joe ausruft, schreibt sie. Ja, ich weiß es noch nicht. Hör auf, dein Kind zu nerven. Ist mal was. Oh Gott, warum habe ich den Mod nicht installiert? Ist was, Doc. Guck mal, du darfst das hier essen. Ist was, Doc, genau. Nee, weil bei Ist was, Doc nicht von. Ist was, Doc nicht von. Wie Eddie heißt Murphy? Der? Nein. Das war von. War das nicht von. Dr. Doolittle. Wie heißt denn dieser Regisseur, den ich eigentlich überhaupt. Woody Allen. Ist was, Doc? Nee. Ist doch von Woody Allen. Und den mag ich irgendwie eigentlich überhaupt nicht. Also, was ich gut fand, war. Ich kenne nur Barry Allen. Kennst du den kennst auch? Doch Woody Allen. Kennst du jetzt Barry Allen? Das ist einer der bekanntesten amerikanischen Regisseure, Daniel. Wer kennt Barry Allen? Ich kenne nur Barry Allen. Das ist nämlich der Flash. Der Flash, ja, ich weiß. Ich habe Arrow geguckt. Ich weiß, Barry. Okay. Was wollte ich denn sagen? Ich habe Midnight in Paris fand ich gut. Woody Allen sagt mir schon was, aber ich wüsste jetzt nicht. Sehr untypischer Woody Allen. So, Ute geht jetzt schlafen und wenn morgen die Kinder alle in der Schule sind, suchen wir uns noch eine. Ich kenne noch Woody Woodpecker. Das kenne ich auch. Woody Woodpecker. War das nicht der? Ist es nicht der, der immer so Miep Miep macht? Ist es nicht der? Da, 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 da. Ist Woody Woodpecker nicht der von Coyote oder ist es ein anderer? Nee, das ist, glaube ich, aus Bugs Bunny, der wo immer so schnell rennt, oder? Ja, aber das sind doch dieselben. Nee, oder? Warte mal, das ist was anderes. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ich verwechsel das. Ich weiß auch nicht, ich google das mal eben schnell. Wie heißt denn der beim Coyote, der immer so schnell rennt oder schreit ein Baby? Ja, stimmt, das war nicht Bugs Bunny, das war dieser Coyote, aber das war, glaube ich, nur nicht Woody Woodpecker. Woody Woodpecker war, glaube ich, der. Ich weiß es gerade echt nicht. Der war ein bisschen kleiner, der Woody Woodpecker. Oder? Das war Roadrunner. Dankeschön, Dark Angel. Roadrunner, genau. Ja, ja. Und der Woody Woodpecker, wer war das? Der war aus Bugs Bunny, oder? Oh Gott, ich komme da auch völlig durcheinander, du. This Generation. So. Da merkt man, wie alt ihr seid. Das gucken die Kids heute nicht mehr, ne? Die gucken nur noch TikTok. Die Kids heute gucken nur noch TikTok? Ja, die gucken AfD-Werbung auf TikTok, leider. Oh ja. Gott, hör mir auf. Ganz schlimmes Thema. Ein Specht. Ja, ja, aber von welcher Serie war der Woody Woodpecker? Hat er eine eigene Serie gehabt? Ich glaube schon. Ist nicht mit Bugs Bunny? Der Roadrunner. Ja, der Roadrunner war doch der immer so Miep, Miep gemacht hat und dann so ganz schnell gerannt ist. Ah, ja, okay. Das ist voll cool. Und was dann? Ich garantiere dir, das Baby schreit gleich wieder.
Ist der nicht von Charlie Brown? Nee, ich glaube, Woody Woodpecker ist nicht Charlie Brown. Ja, es war so klar. Okay, der war eigenständig. Looney Tunes, genau. Oh Gott, Leute, ich... schmutzige Windel wechseln. Heidi, Hier schlafen. Meine Nachbarn denken auch, was mit dem los heute. Okay. Die Nachbarn bei dir, weil ich gesagt, machst. Die haben ein Schaf oben. Die haben ein Schaf. Oh Gott, dieses Geschrei. Ich bin so froh, dass ich das immer nicht hören muss. Oh, alle schlafen. Oh. Oh. Da ist jemand gestorben. Sehe wir schon Heidi Emojis hier im. Warum ist Advik Gandhi gestorben? Oh, und Jacques Vialis. Tod ist alles sind gestorben. Hast du diese blöden Story-Challenges aktiviert? Ist das aktiviert? Eigentlich wird das mit dem Safe-Game übertragen. Scheiße. Warte mal, ich guck mal eben. Ah, nee, das ist ja nicht. Nee, aber im Safe-Game, also im Safe-Game ist das bei mir eigentlich ausgestellt gewesen und ich dachte, das wird mit übertragen. Wo finde ich das dann überhaupt? Spieloption ist schon richtig gewesen. Ja? Ja, ja. Spieloptionen und dann Gameplay und dann. War das nicht in Welten verwalten? Das war doch. Da war es doch. Nein. Nein, das war eine Spieloption schon. Warte doch mal. Mach mal langsam hier. Wünsche und Ängste. Wo war das denn? Ich bin mir sehr sicher, dass ich auf Welten verwalten muss und dann auf die Haushaltsoptionen. Geh mal auf Umgebung, was ist das? Hier ist es auch nicht. Umgebung, geh mal auf Umgebung. Ja, ich guck gerade hier. Da ist aber nicht. Nee. Das war nicht mit Pax One Base Game. Sehr sicher, Standard. Dass ich einmal auf Welten verwalten gehen muss. Und da sind die Einstellungen drin? Mhm. Und dann auf die Haushaltsoptionen. Ja, hier. Schreibt auch Laura hier. Welten verwalten, Haushalte. Hab das heute erst bearbeitet. Ist ausgeschaltet. Aber. Ah, okay, stimmt. Ja, da war das drin. Ha! Und hier sind sie angeschaltet. Bei nicht meiner Haushalte. Nicht? Ah, okay, komisch. Warte. Dann mach mal das aus. Ich mag das gar nicht, dass die da rumziehen in meinen Dingern da. Jetzt sollten sie aus sein. Ja. Die sind auch schon umgezogen. Copperdale, Spencer Kim Lewis ist umgezogen. Ach, scheiße, dann sind alle umgezogen. Ja, ist egal. Die Grusels sind umgezogen. Bella ist auch tot anscheinend. Wieso wohnen die in Del Sol Valley? Keine Ahnung. Soll ich mal gucken, wo sie wohnen? Ich schmeiß die eigentlich eh mal alle raus, weil ich dann meine Builds da platziere und ja. Kann mal eben schauen, wo die wohnen. Jetzt kannst du mal den neuen Daddy hier raussuchen, Joe, bitte. Komm, wir brauchen noch einen neuen Daddy. Ja, aber ich lasse sie erst schlafen. Oben wohnen die, wo haben die das Geld her? Wo haben wir denn, haben wir, doch, du hattest in San Sequoia, hatten wir einen Haushalt platziert. In San Sequoia, genau, das sind, aber ich glaube, wir haben die alle durch, weil wir letztes Mal, glaube ich, den letzten genommen. Wir haben die alle durch. Du kannst neun raussuchen. Ich kann neun raussuchen. Die haben wir alle schon. Oh nein, jetzt sieht man meinen Tag und das will ich eigentlich nicht. Dein Tag? Ja, und man sieht auch, hättest es nicht angesprochen, hätte keiner was gekriegt. Man sieht auch, wem ich folge und so. Ja, das war ja klar. Wie war der Hashtag? Oh, die ist voll schüchtern übrigens. Darf ich das sagen eigentlich? Darf ich sagen, oder? Ja, darfst du. Wie war der Hashtag Babydaddy, oder? Babyvater. Babyvater, genau. Aber du musst, glaube ich, erst in den Haushalt rein, weil das bringt dir der Sim. Nee, ich kann den von hier platzieren. Ja, ja, schon, aber dann musst du ja den nächsten auch. Oh, guck mal, den hier finde ich schon mal nicht schlecht, muss ich sagen, ne? Den finde ich schon gut. Marino. Sein unruhiger Geist lässt Donny durch die Welt treiben. Warte mal, den nehmen wir schon. Auf seiner Reise gibt es viele. Lass mich mal lesen hier. Ach so. Viele absonderliche hier, was? Voll schön geschrieben, oder ist das von irgendwo geklaut? Absonderliche Abenteuer macht auch die ein oder anderen einschneidenden Bekanntschaften. Eins ist sicher, er hinterlässt Spuren. Ja, von Dog Cat. Den finde ich schon mal. Erst hochgeladen am 16.02. Ja, dann pack den doch rein, genau. Such noch mal ein paar mehr, dann haben wir gleich wieder ein paar. Mach ich doch. Stress mich nicht. Du darfst jetzt einen aussuchen.
Du darfst einen aus. Da gab es auch mal so eine Serie. Nee, das war nicht eine Serie. Das war den so ein Comedian. Den finde ich auch nicht schlecht. So ein Comedian mit auch mit so einem Vogel. Stress mich nicht oder irgendwie sowas. Den finde ich auch nicht schlecht. Mhm. Rosari. Aus dem Dschungel von Salvadorado in dein nächste Abenteuer zu Ute. Ich mache mal langsam und du darfst einen aussuchen. Okay, ja, hast du den jetzt rein? Also den ersten habe ich. Aber guck mal, der ist 5-mal hochgeladen hier. Das ist ein bisschen. Ja, komisch. Nee, das ist die Galerie. Die Galerie ist zickig. Das ist einfach, das ist nicht die Schuld der Leute. Nee, doch, das ist ein anderer, weil der eine wurde 18-mal und 5-mal geliked und der andere 11-mal und irgendwie, ja. Keine Ahnung. Ja, mach den rein, den Fiona Bergmann da oder wie die heißt. Dann kommst du auch. Nein, den Rosari. Hab ich Rosari. Ich mag Rosari. Oder? Der ist gut. Hetz mich nicht, genau. Sascha Krammel, Dankeschön. Dankeschön. Guck mal, ihr wisst alles hier im Chat. So, den Kaffeekanne. Noch? Vampire haben wir auch schon wieder. Was ist denn das hier wieder? Der Panda-Keks hier mit so Spider-Ring da. Was ist das denn? Das hier? Sollen wir den auch nehmen? Victor Spider. Komm, den nehmen wir auch. Würde mit der Stop-Challenge erstellt. Okay, dann nehmen wir den mal. Einziehen. So, Leute, ist von euch hier jemand im Chat dabei, der auch einen Babyvater hochgeladen hat, dann dürft ihr jetzt eure EA-ID posten und dann nehmen wir euren Baby-Daddy. Guck mal, hier ist Mr. Salami wieder, den hatten wir aber schon. Ja, ja, wir hatten schon auch einige. Hier ist Hans Huber, haben wir auch schon hier gehabt, rechtzeitig. Ja. Den finde ich auch gut. Avada Kedavra. Bloody Daddy, ist ein Vampir. Den hatten wir, glaube ich, schon, oder? Nee, den hatten wir noch nicht. Und da habe ich aber ein bisschen Angst, wenn wir den auf ein Grundstück setzen, so, ohne Haus, also, dann verbrennt er uns. So, wir haben jetzt hier Cringe 2412. Das war die erste ID. Der aktuelle. Hallo. Wie? Cringe? Cringe 2412. Cringe 2412. Keine Ergebnisse gefunden. G-R-I-N-C-H. I-N-C-H. Nicht Cringe. H. G-R-I-N-C-H. Komm mir gerade vor wie Laura. Hä? Auch keine Ergebnisse. G. G. Du hast C. Wie der Grinch. G-R. Sag G-R-I-N-C-H. Wie der Grinch. Ich doch. Farmer. Sims und dann genau, Babyvater. Den nehmen wir auch. Den nehmen wir. So, wer hat noch? So, wir haben hier noch Sway K. Ja, ja. Sway K. Sway K. S-V-E-Y-K-A. Weiß ich. Kenne Sveas ID. Da haben mehrere. Den finde ich ja nicht schlecht, du. Das ist ein Meerjungfraumann. Das war Kreaturen-WG. Meerjungfraumann und Blaubarschbügel. Mare. Okay, nehmen wir den auch noch. Mare. Das Meer, oder? Genau. Mare. Wie viel können wir noch? Er hat noch nicht, wer will noch mal? Aber wir haben drei können wir noch. Ronja haben wir auch noch. Wendler Girl 1212. Alles zusammen? Ja. Wendler Girl, also so wie Grill, nur mit IR. Da darfst du jetzt einen aussuchen, das sind auch mehrere. Sind das alles Babyvater? Nee. Ich glaube schon. Nee, dann würde der Hashtag unten drin stehen. Scroll mal runter. Ich sehe hier keine Hashtags unten. Scroll mal runter, ob da Hashtags noch kommen. Nee. Doch, da guckt Babyvater hier. Weil das Wichtige ist halt, dass die alle schwängern können, nicht Mischling. Wir nehmen keinen Mischling. Ada. Nein, ich habe nur den Hashtag gerade. Ada, ich sehe gar nicht, dass die Hashtags da stehen. Doch. Guck mal, Lucifer Morningstar. Morningstar. Okay, perfekt. Da rechts ist nochmal einer. Was ist das für einer? Warte. Nimmt sie den wieder hier gleich? Da rechts daneben war nochmal einer. Ja, nee, das ist der gleiche. Oder? Kann auch den nehmen. Mir ist der egal. Sieht gleich aus, glaube ich. Das ist doch der gleiche. Nee, nimm den neuesten dann, wenn es mehrere gibt. Ja, habe ich. Okay. Wer hat noch mitgemacht? So, wir haben Lo Kiesengard. Oh, da musst du mir kurz, warte. Loki Isengard wahrscheinlich. Wie Loki? Loki. Und dann Doppel-I? L-O-K-I und dann I. S-E-N-G-A-R-D. Ja, hab's. Ich wollte nur wissen, ob ich doppelt I hab. Jupp, da haben wir nur einen. Sonst hätte ich ja Lock Isengard gesagt, oder? Daniel.
Daniel. Ich könnte. Werd nicht frech hier. Werd nicht frech, Jungchen. Werd nicht frech. Ich spiele nie wieder. Einen können wir noch. Einen können wir noch. Ich schreibe dir jetzt ein böses Kommentar unter das Video. Guck mal, wir nehmen mal schwarze Rabenfeder. Hey, wir müssen nach der Reihe machen, du Nudel. Ich habe jetzt einmal reingeguckt. Ich nehme jetzt die erste. Okay, Joe darf hier frei. Kyle Winter. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ne? Der Bot ist cool. Den hätte ich auch gerne, aber der war für die Kreaturen-WG. Der Bot? Der da? Haben wir den noch nicht gehabt, Kyle Winter? Nee, ich glaube nicht. Kyle Winter. Nee, also der Bot sagt mir nichts. Der ist Kreaturen-WG. Das ist kein. Kyle Winter sagt mir nichts vom Namen her, tatsächlich. Ja, okay, dann nehmen wir das. Drachenschwingen. Dann sind wir voll. Okay, so diesmal ist immer voll, Leute, sorry. Nächstes Mal wieder. Gut. So, okay. Vielen Dank euch. Es geht immer sehr schön schnell, weil ihr immer so fleißig Sims erstellt. Ja, weiterhin gerne hochladen, Leute. Es lohnt sich. Ist immer ganz witzig. Es ist auch ganz toll, wenn ihr selbst dann auch mal spielt und dann Väter braucht oder irgendwie sowas, habt ihr in der Galerie direkt auch einen Hashtag und könnt aus unserer Community potenzielle Väter herunterladen. Mhm. Und dabei einen Daumen nach oben drücken unter diesem Video. Vielen lieben Dank. Falsch gedrückt. Ich bin hier noch am Dingsen. Und nicht Kindersitter engagieren hier. Habe ich doch wieder weggedrückt. Alles gut. Die Jodie versucht jetzt. Nein. Ja, Nicho gibt dir das Safe-Game nicht zurück und spielt jetzt immer. Genau. Nein, ich schicke sie mir nachher zurück. Genau, Daniel, trink mal was, so wie Joe, nicht, dass du uns vom Stuhl fällst. Daniel trinkt sowieso immer viel zu wenig, finde ich, in den Streams. Hm. Also allgemein, du trinkst zu wenig. Ich trinke immer gute Wasser, immer viele Wasser. Oh nein, das Ding ist schon wieder kaputt hier. Mit der neuen Tasse, Hashtag Werbung, gibt es im Merch-Shop Milchschaumtasse, wollte ich fast sagen. Milchglastasse. Offiziell Satin-Tasse. Richtig schön. Ich habe die voll gerne wirklich. Die ist richtig schön. Gibt's auch mit Lama und mit Nashi Kristall gibt's auch. Die malt ja auch mal so tolle Bilder. Die Builders. Nashi, ja, sehr gut. Sehr richtig gut. Nashi Manga auf Instagram. Ich muss mal gucken. Ich habe schon, muss ehrlich sagen, nicht mehr aufs Profil geguckt. Immer nur so zwischendrin, wenn es in der Wall. Nashi Manga, heißt er noch so? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch. Leute, guckt mal vorbei. Richtig cool. Die hat mal für uns was gezeichnet. Macht auch so Sailor Moon und sowas. Nashi Manga, alles zusammengeschrieben. Auf Instagram, Nashi, Nashi. Hat übrigens bei Instagram, die das gezeichnet hat für uns, die hat bei Instagram 219.000 Follower. Ne? Die das hat sagt auch, da schon alles. Die hat auch einen eigenen Manga. Richtig krass, was die immer macht. Ja, die haben wir auf der Gamescom auch getroffen. Die hat immer einen Stand, wo die Prints verkauft. Unter anderem auf der Gamescom. Die macht es auch noch woanders, aber. Du kannst mal schnell pieseln gehen. Richtig schöne Sachen. Pokémon macht sie auch und Sailor Moon und was weiß ich alles. Inuyasha und was gibt's noch? Und dann kannst du auch mal Pfannkuchen essen. Ariel. Du bist auch wach. Du kannst mal. Boah, die hat auch Dings gemacht. One Piece. Ich sehe gerade beim Durchscrollen, sehe ich jetzt hier gerade Ding. Nami. Oder ist doch Nami? Ja, es ist Nami. Guck mal. Ich weiß nicht, wer Nami ist. I'm sorry. Oh. One Piece, nicht geguckt. Nein. Auf Netflix. Oh, ist so eine gute Serie. Ich mag. Daniel, ich habe so viel Watchlist-Gedöns und tatsächlich war das The Terror jetzt was ich halt unbedingt sehen wollte. Deswegen habe ich das ein bisschen vorgezogen. Ja. Das kannst du übrigens auch anschauen. Das gibt's auf Amazon. Ach nee, Mikaro, du hörst mich dann gar nicht. Ja, okay, weil Mikaro schreibt gerade, das, was Joe meint, ist der Roadrunner. Ich glaube, der guckt versetzt. Ja, Roadrunner hatten wir vor der Pause. Ja, und schreibt jetzt in den Chat dann, obwohl er mit der Aufzeichnung weiter hinten ist. Aber dann hört er auch nicht, was ich sage. Oder sie. So, kurz nach den Babys gucken. Mach hier mal, während die Kids sich zu essen holen. Ich weiß nicht, ist was, Doc? Das weiß ich nicht mehr genau. Das haben wir, glaube ich, nicht aufgelöst, ne, was das war.
Doch, das ist ein Film von Woody Allen. Ziemlich, ziemlich sicher. Ist was, Doc? Ja. Und es war nicht Dr. Doolittle? Nein, Dr. Doolittle ist eigentlich ein Buch und davon gibt es mehrere Verfilmungen. Okay. Theoretisch kannst du jetzt machen, was du willst. Okay, dann gehe ich. Tschüss. Was? Wieso gehst du? Du sagst, nein, ich habe mit dem Kind geredet. Ich rede immer mit meinen Sims. Ich sage, aber so theoretisch kannst du jetzt machen, was du willst. Was ist denn mit dir los? Warum schreist du denn hier rum? Ich mache jetzt, meine Party. Sagst du dann, wenn du fertig bist, okay? Ja, mach deine Party. Alter, okay. Hol dir was zu essen und hör auf rumzuschreien. Ich höre dich nicht mehr. La, 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 la. Du sollst auch essen. Komm mal hierher. Nee. Die Kinder, die machen aber auch überhaupt nicht das, was man ihnen sagt. Ja, wenigstens regst du dich jetzt mal auf. Du darfst dann auch. Und wenn ihr alle gegessen habt, darfst du was kochen. Oh, Stress. So. Hol dir was zu essen und dann darf deine Mama... Ich sag lieber mal nichts, sonst werde ich nur angefault. Ich sag lieber mal nichts. Hä, wieso? Was ist denn jetzt? Also, ich fauch doch gar nicht. Ich mach ärgere mich über meine Sims. Wenigstens kommst du ein bisschen in den Stress hier rein. Das ist doch schon mal gut. Ja, weil die nicht machen, was ich ihnen sage. Ja, Emma Line of Troy schreibt ja auch, Kinder machen nie, was man denen sagt, Ausrufezeichen. So, koch mal was. Und wenn die Kids alle in der Schule sind, perfekt. Dann können wir uns einen neuen Baby-Daddy suchen. Ja, Avatar, aber jetzt habe ich vorher nicht gelesen. Dann sind da schon alle Folgen verfügbar oder nur die ersten? Weil ich will das gerne erst gucken, wenn alle verfügbar sind. Du wagst dich und redest mit deiner Mutter, die ist am... Iss doch jetzt bitte mal dein... Ich soll mit meiner Mutter reden? Wegen der Avatar-Netflix-Serie? Genau, mit deiner Mutter wegen der Avatar-Netflix-Serie. Okay, sorry, dass ich euch gefragt habe, Chat. Die Chu sagt, ich soll mit meiner Mutter darüber reden, bitte. Okay. Jackie Cola schreibt, deswegen habe ich keine Kinder. In Sims oder in echt? Daniel. Alle Folgen verfügbar? Echt jetzt? Voll geil. Okay, dann muss ich das vielleicht nachher nochmal anfangen. Also du, wir müssen heute leider früher Schluss machen. Mhm. Irgendwie war ja so das Einzige, was mich tatsächlich gecatcht hat. Also ich meine, ich habe Sailor Moon natürlich geschaut, da hatte ich auch die ganzen Mangas und so. Mhm. Aber so anime-technisch war wirklich das Einzige, was mich gecatcht hat. Oh, hör auf mal. Attack on Titan. Nee, ich hab die ganze RTL 2 Klombatsch hier drin. Und Cowboy Bebop, muss man sagen. Das ist von MTV. Cowboy Bebop. Das ist ein bisschen perverser. Also ist nicht so... Ich glaube sogar ab 16 oder ab 18 oder so. So. Dragon Ball natürlich, Pokémon, Digimon natürlich auch, aber das sind Digimon, mochte ich nicht so arg. Die ersten Staffeln waren gut, danach wurde es irgendwie komisch. Ist dann Kram, Dragon Ball Z natürlich. Und danach habe ich, glaube ich, auch aufgehört. Nee, danach habe ich auch noch geguckt, aber das vierte habe ich, glaube ich, nicht mehr geguckt. Was weiß ich, alles Mögliche, was da halt so lief. Oh, Moment, ich muss die Yu-Gi-Oh! Kids alle... Ja, aber da fand ich auch nur die ersten gut. Danach fand ich es dann auch wieder irgendwie komisch. So. Was gab's denn da noch? Oh, ich hasse Babys und Sims. Habe ich das schon mal erwähnt? Babys und Sims hast du? Wieso spielen wir dann die Baby-Challenge? Mich hast du jetzt 45 Folgen leiden lassen hier. Ja, klar, das ist ja einmal Sinn der Sache. Jetzt musst du einmal rein und dann ist schon wieder nicht recht. Übrigens muss ich dich erinnern, es war dein Vorschlag, dass wir überhaupt die Baby-Challenge spielen. Das hat mich ewig oft genervt, bis ich ja gesagt habe. Ich weiß. Das so, ist die wir Konsequenz. Suchen uns einen neuen Baby-Daddy. Genau, Mila Superstar, aber da gab es noch das andere. Oh, mit diesem Typ-Fußballspieler gab es auch noch. Mila und Lady Oscar. Wie hieß der toll. Typ, der Fußball gespielt hat? Ich Fußball-Anime. Der war so knuffig. Das war, glaube ich, auch. Bam. Such dir mal einen aus, Ute. Wie hieß denn der? Kickers. Ja, wie hieß denn der Typ von Kickers? Subaru oder irgendwie mit sowas. Mit uns redet keiner. Guck dir das an. Oh Gott. Wir nehmen den ersten. Bestimmt, das hier ist der erste. Ich habe da schon bestimmt 20 Jahre lang nicht mehr dran gedacht. An die Kickers. Haben wir den jetzt im Panel? Ja, sehr gut. Tsubasa, genauso ähnlich wie der aus König der Löwen, ne? Der ist auch so ähnlich irgendwie. Wie hieß denn der nochmal?
Die ist auch so Tsubasa. Ähnlich wie König der Löwen? Dieser Affe da, glaube ich, der ist auch Tsubasa. In Mufasa. König der Löwen. Der, genau. Mufasa ist der Vater, genau. Der Affe der heißt Vater. Rafiki. Ach so, Rafiki. Was? Rafiki? Der Affe heißt Rafiki. So, okay, was machst du da jetzt? Wieder umziehen? Ich gehe hier. Mit dem Typen nicht auf ein umziehen. Leeres... Okay. Ich gehe mit dem Typen, der auf erste, der sie Hallo gesagt hat. Ja, weil ja die anderen uns nicht nerven und wir uns in Ruhe unterhalten können. Ach so. Und du reist dann fünfmal mit denen rum hier, guck mal. Nein, tue ich nicht. Ich bin nur effizienter als du. Ja, du kannst oben filtern. Ja. Oh, Marvin Klee ist auch unterwegs hier. Den haben wir auch schon geschwängert. Mufasa. Gregor, Captain Tsubasa. Ja, okay. So, here we are. Erzähl ihm mal einen Klopfklopfwitz. Ich war schon voll stolz, dass ich Tsubasa wusste, hallo? Oder sowas ähnliches. Super. Tsubasa hat aber nichts dazu. Dann tratschst du mal über andere Eltern. Mhm. Und dann machst du mal. Warte. Das könnte man wirklich mal machen. Die Mila in Mount Kohlrabi. Das wäre doch was. Die Mila in Mount Kohlrabi. Die Mila Kohlrabi. In Mount Kohlrabi. Wo ist denn das mit, dass man in die Wolken schaut? Ja, du musst auf den Boden klicken. Nee, geht aber nicht, guck. Ja, du klickst auch nicht auf den Boden, du klickst auf den Sim. Ich klicke auf den Boden, aber es geht nicht. Ja, dann haben die noch nicht die Freundschaftslevel, genau. Du brauchst dafür kein Freundschaftslevel. Oder da gibt es kein Space. Ist das ein Grundstück dahinter? Oder ja, ist das ist ein leeres Grundstück hier. Probier's mal nicht auf dem Grundstück, sondern in der Pampa. Weil wenn dir das Grundstück nicht gehört, kann es sein, dass du da nicht... Geht nicht. Keine Ahnung, warum. Oder die brauchen eine höhere Beziehung. Das weiß ich auch nicht. Können die von Anfang an schon? Ich glaube, das ist nur freundschaftlich, glaube ich. Nur wenn Freundschaft... Aber das geht über den Boden auf jeden Fall. Ich schmeichel immer. Ich glaube, das geht erst später, wenn man eine Freundschaft aufgebaut dann hat. Dann darfst du mal deine Babys-Fotos teilen. Und ihn nach seiner Karriere fragen, mach hinne. Voll wie ein Fließband hier. Würde mir auch keinen Spaß machen. Redet hier von Spaß. Guck mal, hier habe ich schöne Sonnenbrille. Ja, willst du mit mir flirten? Nein. Und tschak, tschak, tschak. Niemand redet hier von Spaß. Ich will Spaß, Dann frag ihn mal nach. Über Entwicklung des Babys Sorgen machen? Was? Ja, kannst du hier bei tiefgründige Gedanken. Bitten in die Wolken zu schauen, da war's. Unter tiefgründige Gedanken. Bitten in die Wolken hier. Hallo? Massieren, hallo, kommen Sie, was soll das? Hör auf. Der geht mir einfach weg. Ja. Du musst die immer zurück. Musst du mit der Kette anleinen. Ach, Mann. Ido 11, Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Shin-Chan, ja genau, der mit dem Arschi. Das ist so geil, Shin-Chan. Oh, das war immer cool. Finde ich richtig cool. Hast du das mal angeguckt jetzt, Shin-Chan? Nee. Wann denn, Daniel? Gucken. Wann? Das musst du mal gucken. Shin-Chan, so geil. Ist wirklich richtig derb, aber ist echt geil. Was denn jetzt passiert? Das ist so ein Kind, das immer die Hosen auszieht und so. Aber ist so richtig krass gemacht, also voll witzig. Ich fand das so cool immer. So, jetzt bleib da liegen und guck gefälligst in die Wolken. Meine Güte. Ding, 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 gucken in die Wolken. Gucken Sie in die Wolken, guck mal. Ich gucke da auch immer in die Wolken, aber oft sind da gar keine Wolken. Ist dir das schon mal aufgefallen? Das ist nicht wichtig, die gucken irgendwo hin. Und der malt die Ute ab, guck mal. Ja, der hat irgendwie so ein Ding. Ja. Der hat irgendwie so ein Ding? Ja, so ein, wie heißen die, diese Pads? Stift? Oder meinst du das weiter unten? Nein, diese digitalen Pads, auf denen die zeichnen. Warum sind hier 1000 Leute? Was soll das? Und alle haben so Tonklumpen in der Hand. Was ist los? Das ist wegen deinem Spiel hier wieder. Los. Wegen deinem Spiel hier wieder. Guck mal, da ist die Mila übrigens. Mila Superstar. Hier ist Mila. Mila kann lachen wie die Mila aus dem Mila. Irgendwie so. Daniel, wie die Vögel über dem Fujiyama. Genau. Wenn du es schon nicht kannst, dann. Daniel singt und kann den Text nicht. Genau, es ist immer Fujiyama.
dachte immer, das wäre ein Gericht. Oh, die arme Ute ist total... Tonklumpengruppe. Total müde. Die Tonklumpentreff. Das ist so geil. So. Wir brauchen echt so ein Tonherstellungsaccessoires-Pack, oder? Wie hoch sind wir? Okay, wir die nehmen Sonne wir war das. Das war die Sonne, Joe. Du wirst auch korrigiert. Guck mal an. Ja, dann wie die Sonne. Was hast du gesagt? Also nicht wie die Vögel auch? Kommt nicht mal an. Vögel über Fujiyama? Na, wa. Die Vögel fliegen noch über den Berg. Wo ist er denn? Wir haben doch eine... Wir haben so viele Lover hier. Die sind alle unter Beziehungen. Das ist furchtbar. Wow. Das werden immer mehr. Wie heißt der jetzt? Mauris Mausi. Die Tonklumpengruppe, genau. Wirklicher Tonklumpen. Wie hieß der Typ jetzt? Mauris, wie hieß der? Maurice Mare oder Marino oder so. Warte, ich kann es dir gleich sagen. Maurice. Maurice Mare. Maurice Mare. Nee, der heißt gar nicht Maurice, der heißt ohne R. Guck mal, der heißt nur Maurice. Maurice. Aber ich glaube, das soll Maurice heißen, oder? Oder ist Maurice. Maurice, guck. Ist das Absicht oder... Maurice, der ist halt special. Der ist special? Ja. So, komm, ich will noch Baby machen. Hast du jetzt noch mal, endlich mal ein Baby? Seit einer Stunde hier schon wieder nicht schwanger, Joe. Sie ist schon einen Tag älter geworden wegen dir. Daniel. Ich bin hier gerade Wie oft sagst du immer, ach Daniel, jetzt sag Daniel, jetzt bat mal die Kinder. Ach guck mal, die stinken schon wieder. Ach guck mal, der ist schon wieder hier rot. Ganze Zeit. Und ich das einmal jetzt sag. Warum kann ich. Die hört mir schon wieder nicht zu, nicht mal, wenn ich die anpepp. Nein, ich bin hier voll konzentriert. Erst ein Kuss erleben, das ist immer gut. Ach so, wir müssen, glaube ich, erst einen Kuss machen, ne? Und dann können wir erst Baby machen. Ach, nee, ich glaube nicht. Ja, du kannst auch Techtelmechtel-Freundschaft fragen, aber ja. Kannst du dann aber Baby machen oder hast du dann nur Techtelmechtel? Baby machen mit Maurice. Ich mach glaube ich, auch immer Love erst und dann. Im Bett, ganz simpel hier. Ja. Ja, pragmatisch denken. Praktisch denken, ja, die Kinder kommen nach Hause. Ich glaube, wir haben 2 Einserschüler. Gute Note, ne, 2er, gut gemacht. Die Dampfnudel hat hart gearbeitet. Ich glaube, die Dampfnudel wir haben einen Einsergrundschüler. Von Marize, die Dampfnudel hat auch gut gedampfelt hier, ne? Einen Einsergrundschüler, der Rest sind 2er. Okay, dann machst du jetzt nochmal einen Schwangerschaftstest, oder? Ja. Schwangerschaft. So und dann können wir noch eins altern lassen. Und schon macht es voll romantisch. Nächstes Mal, wenn du spielst, falls du nochmal spielen magst, dann musst du auch mal. Guck mal. Dann musst du auch mal die Sprechblasen kommentieren, wie die sind kaputt. Die sind kaputt, die bewegen sich nicht mehr. Ja, das ist wieder, wenn du spielst. Nee. Dann klickt das Bett an und sagt, Ute, mach einen Schwangerschaftstest, komm. Ja, die wollen nicht mehr rauskommen, weil sie keinen Bock mehr haben auf dich. Es ging denn alles zu schnell heute. Guck mal die an hier online-Bad hier. Die waren kaputt. Mit Ganzkörperkondom. Oh, Ute ist müde. Guck mal, wie die Ute schon wieder müde ist, wenn die Joe spielt. Gibt sie mir die Ute zurück, voll rot. Machen Schwangerschaftstest, wenn du nicht schwanger bist, müssen wir direkt nochmal ran, Madame. Hängen geblieben, ja, genau. Voll. Ja, der ist nicht mehr rausgekommen aus Ute, weißt du? Was? Das ist noch vor 22 Uhr. Yes! Nein, aus Utes Bett meine ich natürlich. Ja, ja, hängen geblieben in Ute. Ja, in Utes Bett. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Als du gelacht hast, dann habe ich den Satz nicht fertig machen können. Dann. So. Ute, Babys. Ich könnte jetzt auch Schluss machen und sie einfach so hinterlassen. Da ist jetzt in den Charts ist dieses Natasha Bedingfield-Lied wieder ganz oben. Welches? Ich habe mich gefragt, warum das heißt die Bedingfield? Ich glaube. Ja, warum das wieder auf Platz 1 ist. Das habe ich mich voll gefragt. Hat das irgendjemand gehypt oder ist das gerade auf TikTok ein Hype oder sowas? Welches? Weil das ist Natasha voll alt. Das ist bestimmt 10 Jahre alt oder die noch älter. Die hat mehrere Lieder. Welches ist denn? Weiß auch ich nicht. Ich kann mir noch keinen Namen merken.
Und ich fand also das voll gut sagen, damals. Das Lied von Natasha Bedingfield ist so, als würdest du sagen, hier, das Lied von den No Angels ist gerade wieder auf Platz 1. Ja. Ja gut, dann meinst Welches? Du Daylight. Dann meinst du Daylight. Nee, dann kannst du 1000 andere meinen. 1000 Mal gehört. So, wir dürfen noch ein Kind Alter haben. Ist sie jetzt schwanger oder was? Ja, ist sie. Natürlich ist sie wie das. Wie viele? Ich bin effizient in dem, was ich tue, Daniel. Unwritten. Sie ist natürlich schwanger. Unwritten. Unwritten, das ist, ich wollte gerade sagen, also das Bekannte, das ist ein sehr schönes Lied tatsächlich. So, Madame, geh schlafen. Oh. Oh, Jacqueline, ich hoffe, dir geht's gut. Jacqueline hat Bilder im Kopf. Oh je. Wieso? Hoffentlich ohne Bilderrahmen, oder? Wieso hast du Bilder im Kopf? So, Daniel, ich hinterlasse dir das jetzt so. Gegen die Wand gelaufen, Bilderrahmen stecken geblieben. Die Kinder haben noch keine Hausaufgaben gemacht. Und müssen noch versorgt werden, ne? Haben noch nichts gegessen, aber ich habe... Du hast 2 Minuten noch. Ich habe dir sehr gut vorgekocht, ne? Ich habe nochmal hier Speckersatz, Salat, Tomaten-Sandwich, weil Hallo, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Du 2 Minuten noch. Mann, Schluss. Oh Mann. Speck-Salat, Tomaten-Sandwich. Ja, das wird... Okay, das wenigstens sind die Kinder grün halbwegs. Sind die halbwegs grün, die Kinder? Zeig mal die sind Kinder. Sind sie, ja. Okay. Ja, ist schon wieder Scheiß im Kühlschrank hier drin. Ich habe gesünder gekocht, als du die letzten 45 Folgen. Du hast gesündet, hast du heute. Und die müssen noch Hausaufgaben machen. Einser ist Einser-Schüler. Ach, das stimmt nicht. So grün waren die noch nie. Rigatoni ist Einser-Schüler, der darf altern nächstes Mal. Okay, sehr gut. Und dann können wir ihn rausschmeißen. Ute muss dringend schlafen und du lässt sie bitte auch ein bisschen schlafen, weil sonst ist die total am Sack und das ist nicht so schön. Schon wieder am Sack? Nee, sie ist erstmal schwanger, dann darfst du nicht mehr in den Sack. Hier muss noch geputzt werden, aber das kann sie ja jetzt machen. Das geht ja jetzt ganz fix. Ach so, ohne Staubsauger, ne? Ja, das musst du ihr wieder kaufen, das tut mir leid. Das, ja, aber wenigstens haben wir ein paar tausend Simoleons mehr als letztes Mal. Wir müssen noch die Rechnung bezahlen. Kannst du dir merken, dann haben wir wieder weniger Geld als vorher. Oder soll ich das schnell machen? Mach das schnell mal noch. Ja, gib mal Rechnung. Naja, da haben wir, ich habe gerade gesagt, wir haben ein paar tausend, jetzt haben wir doch nicht ein paar tausend mehr. Was wir aber machen können ist, so... Ganzen Spielzeuge. Ging voll schnell vorbei. Bitte öfters mal tauschen. Ja, also jetzt mal kurz Klartext. Lass mal, das Spielzeug ist jetzt egal. Ja, boah, alles gut. 3500. Wie fandest du das heute? Hat es dir Spaß gemacht oder nicht? Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich muss nur sagen, dass ich merke, das habe ich vorhin auch schon im Chat geschrieben. Machst du Pause oder lässt du die jetzt einfach laufen? Ich lasse sie kurz noch das Kind stellen. Okay. Ich bin halt noch sehr unsicher, weil ich einfach das nicht gewöhnt bin. Ne? Also ich denke, wenn ich öfter mal spielen würde, dann werde ich auch sicherer in dem, was ich mache und aber nicht so komisches Zeug zwischendurch. Und eigentlich habe ich nur komisches Zeug. Nee, aber du weißt, was ich meine da. Ich habe das ja noch nie gemacht, ne? Ja. Das ist komplett neu für mich heute zu spielen. Am Anfang hattest du ein bisschen Welpenschutz, aber danach habe ich schon ein bisschen... Hast gemerkt. So wie du auch das immer ganz gern machst, ne? Also das haben wir dann auch gegönnt. Ja, aber du machst es ja seit Jahren und für mich ist es halt... Ich mag das total so rumzublödeln, ich bin da voll der Typ dafür, aber es muss dir halt auch Spaß machen, nicht, dass du dich das anpisst oder so. Nein, gar nicht. Es hat mir großen Spaß gemacht, aber es ist halt sehr ungewohnt, ne? Also ich denke, wenn ich es halt öfter mache und da eine Routine reinkriege mit den Spielen... Aber ich werde halt niemals so spielen wie du. Das ist mein Spielstil. Aber ich fand das total spannend so jetzt. Würdest du es dann wieder machen? Ne? Ja, wir können uns von mir aus auch abwechseln. Ne? Also genau, im Chat wurde es gerade geschrieben, abwechseln, Fragezeichen so. Ja? Ja, können abwechseln. Uns auch abwechseln. Nächstes Mal gucken wir dann, dass wir den Ton auch bei Joe dann hinkriegen. Ne? Das Problem ganz kurz mit dem Ton war, dass ihr das auch mal wisst. Es ist so, dass... Es gibt so eine Art Audio-Routing, ne? Weil es gibt ja so einen Audio-Ausgang und da kommt dann alles raus, ne? Das aus euren Boxen quasi, wenn ihr Musik hört und gleichzeitig mit jemandem redet, dann kommt beides raus. Und wenn ihr spielt und mit jemandem redet, so wie wir es jetzt hier ja eigentlich machen, dann kommt ja beides aus euren Lautsprechern raus, ne? Und dieses Audio ist nicht getrennt, das muss man technisch trennen, damit man quasi nicht meine Stimme hört und den Spielton bei Joe. Das war nämlich jetzt das Problem. Und das haben wir beim Test nicht gemerkt, weil ich da wahrscheinlich nicht geredet habe, wo wir das, oder keine Ahnung. Nee, du hast mich da auch gestern erstmal, das hat ja ein bisschen gedauert, weil ich mich mit dem OBS-Programm überhaupt nicht auskenne. Und Daniel musste mir das gestern erstmal alles erklären. Also alles in allem, das war einfach, das kriegen wir aber hin.
das ist natürlich auch noch dann eine ganz andere Emotion dann nochmal, wenn das auch in das Spielton wieder da ist und die Babys da rumschreien und so. Hi, ja, und das ist aber gar nicht so einfach, weil ich muss es auch hören und ich kann es nicht über den Stream hören und das ist immer ein bisschen, ne, da kommt es bei mir an und dann muss ich es wieder rausschicken an euch und ich muss selber noch hören und das ist wieder, also, ja. Und das ist gar nicht so einfach, aber wir kriegen das hin und das ist, glaube ich, noch das, was wir optimieren können. Was sonst noch, Leute? Was denkt ihr? Jumper Lady. Ich glaube, es war Jumper Lady. Richtig gut gemacht. Hat vorhin gefragt, wie es denn für dich war, nicht spielen zu können. Ja, also ich fand es total witzig, weil, wie gesagt, ich blödel gern rum. Und wenn ich da mal so ein bisschen chillen kann und quasi so reinwerfen, das ist eigentlich auch mal ganz witzig, ganz angenehm. Und auch mal Chat lesen, ne? Ja, genau, mal Chat lesen, ein bisschen mehr mit den Leuten interagieren. Das fand ich auch das Spannende daran, weil dann kriege ich viel mehr mit, was ihr immer schreibt. Ja. Ne? Und bin bei euch so ein bisschen näher. Ich muss zugeben, ich habe kaum auf das Spiel geguckt, zeitweise. Ja, das war ich immer aber so, auch. Das war immer so ein Hin und Her. Da habe ich gar nicht mehr auf das Spiel geguckt, sondern wirklich in den Chat geguckt. Und dann war ich aber wieder im Spiel und dann habe ich tatsächlich auch den Chat mal ein paar Minuten dann voll ignoriert, mehr oder weniger, weil ich dann so geguckt habe, was macht sie denn da jetzt mit dem? Und dann sagst du zu mir immer, guckst du nicht ins Spiel? Nein, ich habe gerade auf den Chat geguckt. Ja. Jetzt weißt du halt, wie das ist, ne? Ich kann da auch nicht total konzentriert sein auf beide Sachen. Total spannend, oder? Ne? Und dann, ja, danke schön, lieber Chat. Ja, guck mal, das alles voll hier mit Glückwünschen an dich, das heißt... Ich möchte auch anmerken, dass wir sehr viel geschafft haben, ne? Wir haben alle so alle Kleinkinder altern lassen, wir haben ein Kind, was nächste Woche zum Teenager werden darf, ja, und ausziehen, die anderen sind alle Zweierschüler. Speicher wir haben mal zwei schnell, Babys bitte. Gekriegt und wir sind schon wieder schwanger. Also Entschuldigung mal, Leute, wir haben speicher was mal, geschafft heute. Speicher mal, hab ich schon. Okay, gut. Aber ich sicher. Kann noch mal. Speicher immer zweimal. 22 Uhr. 22 aber mach, Uhr aber mach 22 noch mal einen neuen Speicherstand. Nicht den überschreiben, sondern mach ach mal einen so, neuen. Ach so, ja, okay. Das kann ich auch machen. Mach mal einen neuen Speicherstand, weil dann kannst du ich denke immer, du ignorierst mich voll, aber ich sehe es nur verzögert, dass du jetzt auf Speicher geklickt hast. Und mach mal Baby-Challenge 46, dann weiß ich das gleich, weil die musst du mir auch wieder schicken und nächstes Mal, nee, 46. Hab ich. Dankeschön. Ich höre dir schon zu. Es verzögert das Bild. Ja. Aber ich finde, es ging schon mit der Verzögerung. Manchmal hat man es gemerkt, ne, dass die Show früher dran ach ist so, als bei das den Bild. So, yay! Ja, und ich so, ah, da ist er nur gar nicht. aber ansonsten ist das eigentlich, also das ist ein kleines Manko. Also das macht überhaupt nichts eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, okay, ich bin halt ein ganz anderer Typ beim Spielen als du. Also, ne? Dann machen wir das mal ganz demokratisch, weil ich weiß natürlich auch, manche, die das nicht wollen, zum Beispiel, dass True spielt, also ich weiß nicht, ob es das gibt, aber falls es das gibt, das ist dann unpopulär, das in den Chat zu schreiben. Deswegen machen wir eine Umfrage, die ist ja anonym. Ich habe gehört, es gibt ja auch Menschen, die Speedbuilds nicht mögen. Ich gucke sehr gerne Speedbuilds. Öfter spielt. Ja, nein. Wollt ihr, dass Joe öfter spielt? Ja, nein. Nee, natürlich werden alle jetzt ja sagen, aber möchte trotzdem also mal... Also seid bitte ehrlich, es Leute. Es ist trotzdem ne? nur ein es Wunsch von euch. Es entscheidet auch immer die Joe selbst, ob sie spielen möchte oder nicht. Und wenn sie nicht möchte, ist überhaupt kein Problem. Oder nicht so oft möchte. Und wir sind auch möchte, nicht sauer, oder? Wenn da jetzt Leute mit Nein abstimmen. Das ist komplett genau. anonym. Wir sehen nicht, wer was abstimmt. Das können wir nicht sehen. Genau. Vielleicht kann Google es sehen, aber ich kann es nicht sehen. Weiß man ja nie. Na, guck mal, über 90%. Ist schon eine richtig gute, also, ja. Ja. Liebe Leute, danke euch für heute. Ja, wir haben schon wieder sehr krass. Okay, dann darfst du dich, dann darfst du dich entscheiden, hast jetzt zwei Wochen Zeit quasi, ob du... Stimmt, nächsten Donnerstag ist ja Release Day, ne? Ach so, ja, und danach wieder ich erst wieder spielen, ne? Oder? Ja, ja, und danach erst du wieder. Oder nächsten du Donnerstag mal? Ist keine Baby-Challenge. Oder willst nee, du nochmal hinterher? Woche. Wir wechseln okay. uns ab. Dass du mir den Scheiß hinterlassen, das war ich wieder. Hallo, den Scheiß? Du kannst direkt ein Kind ausziehen nächste Woche, lassen. Ute genau. ist wieder schwanger. Der Kühlschrank ist voll. Ich hab dir den Scheiß hinterlassen. War nur Spaß. Nächste Woche ist Release, da kommt nämlich das neue Accessoires-Pack raus, die Sims für Kristallkreationen.
Wenn ihr es euch holt, wahnsinnig drauf. Gebt in der EA-App meinen Creator Code SimFans ein. Damit unterstützt ihr mich, ohne mehr bezahlen zu müssen. Vielen lieben Dank, nicht vergessen. Deswegen der Hinweis. Ja. Und okay. Genau, den Plan für nächste Woche haben wir am Anfang vom Stream schon gesagt. Genau, und den gibt es auch im Sendeplan. Ne? Im Sendeplan-Kalender Mittwoch. Findet ihr auf simfans.de. Auf der Webseite gibt es einen Sendeplan-Button. Da könnt ihr euch das angucken. Genau. Mittwoch ist die liebe Lauri mal wieder dabei. Genau, mit der Watch Party. Das ist zumindest aktuell noch der grobe Plan. Am Dienstag Pet Showcase, Montag Modern Apartments mit Chris. Und am Donnerstag ist dann Release, da habe ich vor zu bauen abends. Da müssen wir mal gucken, ob wann du ich dabei bin, weiß ich noch gar nicht. Ja, das machen wir spontan, glaube ich. Und am Freitag ist Grundriss Challenge Showcase nächste Woche. Auch nicht morgen, sondern nächste Woche. Ja. Gut. Kann man alle Woche nächste Woche. Ja, komplett voll. Jeden Tag, ne? Jeden Tag nächste Woche. Bis auf Samstag, Sonntag. Ja. Ich war jetzt auch 3 Tage im Büro. Ich habe tatsächlich noch keine Videos fürs Wochenende jetzt aufgenommen. Das möchte ich jetzt morgen tun. Aber das wird schon. Sehr ich bin morgen bei IKEA, weil ich nämlich nach meiner neuen Küche gucke. Ich kriege ja eine neue Küche. Auch zitronengelb wie unsere Ute. Tatsächlich hätte ich gerne gelb, weil ich das sehr schön finde bei Küchen. Ich dachte, du bist so eine rote, weil du auch einen roten Stuhl und so. Ja, ich habe auch ein rotes Sofa, das seht ihr da nicht. Boah, so aber, Love Seat, oder? Mit so Herzchenform. Nee, so. Aber ich fand das sehr schön, das Rote. Aber in der Küche finde ich warme Farben, gut, Rot ist auch eine warme Farbe, aber da finde ich halt Gelb und so schön. Aber das passt tatsächlich nicht so, also ich habe halt eine sehr kleine Küche, ihr seht das nicht. Aber die ist nur 2 Quadratmeter, ne? Also die ist 2 Meter auf 1 Meter, die ist wirklich klein. Okay. Und ich glaube, die lasse ich dann weiß, weil das größer wirkt, dann der Raum. Ja, es wird wahrscheinlich eine weiße Küche. Ist ein guter Tipp, auch in Sims ist es so. Schwarz wird immer klein. Schwarz wird immer klein, auch in Sims ist es allgemein so, ja. Ist wirklich so. Und ich bin zum Beispiel auch tatsächlich so ein Mensch, ich mag in meinen Wohnräumen, also Schlafzimmer und so, mag ich warme Farben wahnsinnig gerne. Ne? Also ich habe zum Beispiel in meiner ersten eigenen Wohnung, das werde ich nicht vergessen, waren alle Wände weiß und eine Wand habe ich dann rot gestrichen. Im B-Flügel. So ein sehr sattes, dunkles Rot, das sah total geil aus. Im Ostflügel, genau. Der Westflügel ist gelb, der Ostflügel ist rot. Nee, im B-Flügel des Ostflügels. Oh Gott. Ja. Und jetzt ist mir aufgefallen, was ich da gerade gesagt habe. Der Ostflügel ist rot. Was heißt das? Der Kommunismus und so, ne? Oh Gott. Der Ostflügel ist rot. So weit hergeholt, so weit denke ich nicht. Ja, okay. Passt. Kommunistische Farbe ist eigentlich rot, aber lassen wir das. Es war ein schöner Versprecher gerade. Sehr geil. Das fand ich total geil. Ne? Das müsst ihr auch mal selber ausprobieren, wenn ihr was ändern wollt. Nicht alle Wände farbig machen, sondern nur eine Wand mit so einer Akzentfarbe. Das also nicht so wie ein Utes Schlafzimmer, sondern... Nee, nicht so wie ein Utes Schlafzimmer. Ja, wobei Ute ja eine sehr gedämpfte Farbe hat. Also ich finde immer, Sims ist wie Simpsons. Ne? Die haben auch so ein quietschlila oder pinkes Haus. Ne? Und dann im Wohnzimmer ist auch nochmal lila und alles so richtig knallig. Sogar. Aber es ist halt, ja. Wobei ich schon tatsächlich bei Sims... also ich habe schon Räume geplant bei Sims, wie ich was einrichte und so. Ja. Dass du so eine plastische Vorstellung davon kriegst. Ja, aber in Sims hat man meistens trotzdem mehr Platz wie in echt. Das ist tatsächlich so. Also, aber für mich ist eine Visualisierung. Ja. Ich bin ja ein Mensch, der unglaublich viel mit Visualisierung arbeitet in meinem Gehirn. Ne? Okay. Ich weniger hören, mehr sehen. Gut, bei mir jetzt kommen diese Off-Ticket-Dinger. Das kannst du dann nächstes Mal erzählen. Genau, jetzt kommt das. Jetzt soll ich mich nicht aufs Spielen konzentrieren. Und jetzt, nein, wir müssen Schluss machen. Ich muss auch noch mal kurz zur Tankstelle. Wir müssen Schluss machen. Liebe Leute, vielen lieben Dank euch. Ich fand es jetzt sehr cool, sehr erfrischend. Mal was anderes, sehr spannend und auch witzig. Und bis zum nächsten Mal. Also Baby-Challenge, schauen nach oben, nicht vergessen und abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Livestreams. Und alle, die Aufzeichnung angucken, ihr könnt gerne das auch kommentieren, weil ihr habt ja den Live-Chat nicht mehr unter dem Video. Gute Nacht, bis dann. Gute Nacht. Danke euch. Ciao. Tschüss.